Ja, zuerst mal, gute wie? Schönen guten Abend hier in der Brotfabrik in Frankfurt. Wir können ja sogar noch sagen, frohes Neues. Weil wer versucht hat, letzten Monat hier zu sein, der wird gemerkt haben, dass nichts da war. Von daher von uns allen noch mal ein frohes Neues 2015. Wir haben viel vor und fangen heute damit an. Wer draußen am Stream ist, kann sich natürlich gerne live beteiligen. Wir haben einen Twitter-Stream, wir haben Leute, die Facebook und Co. followen. Also einfach Fragen und Ähnliches auch zu den Vorträgen versuchen reinzureichen. Wir werden es gerne versuchen weiterzugeben, sofern es irgendwie geht. Ansonsten, wenn Fragen sind, wir haben nach jedem Vortrag kurze Q&A, wo ihr Fragen stellen könnt. Einfach Hand heben. Wir haben so kleine Saalengel, die dann mit Mikrofonen geflogen kommen und euch versuchen, irgendwie die Fragen abzunehmen. Wer sich schon mal ein bisschen Überblick verschaffen möchte, was wir 2015 so vorhaben, kann hier so einen kleinen Einblick über unser Programm nehmen. Also wer jetzt angefixt ist, kann nächsten Monat direkt wiederkommen. Wem das nicht reicht, der hat Pech, weil... Ja, also... Der Mai-Vortrag wäre dann ganz international. Wie gesagt, wer möchte, kann sich in aller Ruhe vorab informieren. Und wer Lust hat, kann sich natürlich auch gerne beteiligen. Also wir sind offen für alles Mögliche an Vorträgen, wenn es irgendwie dazu passt. Sendet was ein. Ihr könnt uns auch hier direkt ansprechen und fragen. Das soll alles kein Problem sein. Wenn ihr Hilfe und Unterstützung wollt, gibt es auch genug Leute mit Erfahrung. So, warum geht das hier alles? Weil wir natürlich ein paar tolle Sponsoren haben, die wir jetzt nicht ungenannt lassen wollen. Wir haben einmal hier die Firma Arago, die uns schon eine ganze Weile unterstützt, DMR Solutions und natürlich die Zentrale, in der wir gelegentlich unsere Koordinations- und Informationstreffen für untereinander stattfinden lassen. Ja, wer irgendwie gerade auf Jobsuche ist, wir haben draußen in der Regel immer unser Job- und Eventsboard. Da könnt ihr euch gerne informieren. Im Zweifel auch selber was hinhängen. Also wenn jetzt jemand irgendwas sucht und findet nicht das Richtige, einfach mal was dranhängen. Könnte passieren, dass sich jemand meldet. Gut, kommen wir zu unserem heutigen Webmontag. Design versus Functionality. Wer in der Ankündigung gelesen hat, es heißt ja nicht und, sondern versus. Weil meistens geht das ja nicht so einher. Wer von euch hat schon mal ein Gerät gehabt, was ganz toll ausgesehen hat, aber nicht die Funktion hatte, die er gern gehabt hätte? Mal so ein paar Hände? Ah, sind ein paar. Okay, wer hatte was, was richtig gut funktioniert hat, aber einfach total scheiße ausgesehen hat? Auch ein paar. Sehr gut. Man sieht also, das ist jetzt nicht so ein konstruiertes Problem. Ja, man hat immer wieder das Problem, dass die einen mit dem anderen nicht so ganz klarkommen. Und das ist unser Thema heute. Mit dem wollen wir heute ein bisschen einhergehen. Und wollen mal gucken, was so unsere ganzen Vorträge uns zu dem Thema so ein bisschen nahelegen können. Es gibt ein paar interessante Sachen. Wer schon einen Peek ins Programm geguckt hat, wird eventuell bestimmt wegen dem einen oder anderen hier sein. Denn es sind erstaunlich viele Leute diesmal hier. Und ich glaube, ihr seid nicht alle hier, weil es draußen kalt ist, oder? Nee, gut. Auch, na toll. Ja? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Vortrag an, bringen den ersten Sprecher auf die Bühne. Das ist in dem Fall nicht Fox Mulder, sondern Günther Mulder, der irgendwo hier im Publikum rumspringt. Den würde ich jetzt gerne bitte auf die Bühne bitten. Mit einem kleinen Applaus. Dann gebe ich dir auch den Klicker, falls du klicken möchtest. Klicken ist immer gut. Ja, ne? Wenn es nicht abstürzt. Links ist rechts und so. Ja, genau. Und dann wünsche ich mit dem Vortrag viel Spaß. Gute. Ich möchte mich als erstes dafür bedanken, dass Sie mir trotz eines Titels mit Worten wie Tao, Metakreativ und Axiom zuhören wollen. Sie können bei dem Wort Tao entspannt bleiben. Es drohen weder Klangschalen noch Räucherstäbchen. Und ein metakreatives Axiom ist weder eine schwere Erkrankung noch ein griechisches Schimpfwort. Trotzdem schwierige Worte. Fangen wir also mit etwas Einfachem an, einem Wasserhahn und dem Motto dieses Abends. Design versus Funktionalität. Nehmen wir an, wir wollen einen Wasserhahn auf den Markt bringen. Das ist cool, das ist 3D. Hände waschen muss man sich auch immer, also eine rundum gute Idee. Was passiert jetzt? Vereinfacht gesagt, vorher gibt es keinen Wasserhahn, hinterher gibt es einen Wasserhahn. Dazwischen gibt es einen Weg von kein Wasserhahn zu ein Wasserhahn.
Diesem Weg einen Namen zu geben, heißt ihn zu definieren. Wir legen die Aspekte fest, unter denen wir ihn betrachten. Das ist die Basis unseres mentalen Koordinatensystems. Ein Beispiel wäre teuer gegen billig. Heute Abend nennen wir den Weg Design gegen Funktionalität und definieren damit, wie wir unsere Schritte auf diesem Weg lenken. Die Schritte sind sehr vielfältig. Wie viel Geld haben wir? Wie lange können wir uns Zeit lassen bis zum fertigen Produkt? Wie oft muss es hergestellt werden? Wie lange muss es halten? Was genau muss es eigentlich leisten können? Nur die Hände nass machen oder auch Wasser sparen? Sie kennen die Fragen. Jede Antwort ist ein Schritt auf unserem Weg und jeder dieser Schritte hat Einfluss auf unseren Wasserhahn. Und Design gegen Funktionalität soll der Name sein, der uns diesen Weg definiert. Ich habe entweder Design oder Funktionalität. Bei teuer oder billig ist der Unterschied klar. Die Kräfte, die den Weg definieren, sind offensichtlich. Was aber ist der Unterschied zwischen Design und Funktionalität? Eine Funktionalität ist ein bestimmendes Element unseres Wasserhahns, das sich bewusst planen und dann umsetzen muss. Ein Design hingegen ist ein bestimmendes Element unseres Wasserhahns, das sich bewusst planen und dann umsetzen muss. Wir drehen uns im Kreis. Die Kräfte, die den Weg definieren, sehen sich plötzlich sehr ähnlich. Treten wir einen Schritt zurück, gehen wir auf die Metaebene. Wer in den 90ern schon Bücher gelesen hat, der ist vielleicht auf diesen Autor gestoßen, den Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Dieses Buch war damals ein Bestseller und es zu lesen lohnt sich auch heute noch, zumindest für die, die in Teams arbeiten. Paul Watzlawick hat als Kommunikationswissenschaftler Grundannahmen zu den Regeln der Kommunikation zwischen Menschen aufgestellt. Auf wissenschaftlich heißt das metakommunikative Axiome. Annahmen, Axiome, über Kommunikation. Das berühmteste ist sicherlich, man kann nicht nicht kommunizieren. Offensichtlich. Selbst wenn ich jetzt schweigen würde, ich würde etwas mitteilen, nämlich, dass ich jetzt nicht mehr zu Ihnen reden will. Damit bräche ich die Konvention, denn warum soll ich mich hier oben hinstellen, wenn ich dann nur schweige? Sie denken sich dann Ihren Teil, fragen sich je nach Gemütslage, ist es irgendetwas, was ich gesagt habe? Oder was soll dieser Unsinn? Los, erzähl irgendwas. Sie kennen das Spiel. Wenn wir uns jetzt den Namen unseres Weges ansehen, Funktionalität und Design, die jeweils geplant und umgesetzt werden müssen, können wir analog ein metakreatives Axiom aufstellen. Unser metakreatives Axiom, unsere Grundannahme über den Weg von keinem Produkt zu einem Produkt, lautet: Man kann nicht nicht designen. Egal, was Sie tun, ob Sie an einer Funktionalität schrauben oder über Farbe und Gestaltung nachdenken, ja sogar, wenn Sie einen Projektplan verabschieden. Sie fällen bewusste Entscheidungen für die Planung und Umsetzung von Teilschritten auf dem Weg zu unserem Wasserhahn. Wie auch immer Sie es nennen wollen, Sie gestalten, kreieren, designen den Wasserhahn Schritt um Schritt. Der Name bezeichnet die Kräfte, die den Weg definieren. Funktionalität und Design ziehen aber am selben Strang. Planung und Umsetzung auf dem Weg zum Wasserhahn. Was aber dann ist der wahre Weg, der Name des Weges zum Wasserhahn? Was sind die Kräfte, die Gegensätze, die ihn definieren? Die Frage ist, wenn wir bei Design und Funktionalität über bewusste Entscheidungen reden und wir beides unter dem Begriff Kreation oder Design zusammenfassen wollen, was ist dann das Gegenteil davon? Was ist das Yin zum Yang der Kreation? Das Gegenteil von Kreation ist Nicht-Kreation. Nicht-Kreation hat einen Namen: Evolution. Das ist die selbstgesteuerte Weiterentwicklung aufgrund zufälliger Veränderungen und deren Erfolg in der konkreten Nutzung. Das Konzept ist uns aus der Biologie bekannt, aber was hat das mit Wasserhähnen zu tun? So ein Wasserhahn entwickelt sich ja nicht von selber. Von einem Loch in der Wand, aus dem Wasser fließt, zu so einem ausgereiften technischen Produkt. Und es gibt auch keine zufälligen Veränderungen des Genpools, kein Survival of the fittest auf dem Männerklo, jedenfalls nicht für Wasserhähne. Oder vielleicht doch.
Nehmen wir für einen Moment an, es wäre doch so und sehen, was passiert. Der wahre Name unseres Weges wäre dann also Intelligent Design versus Evolution. Das sind die Kräfte, die ihn bestimmen. Auf der einen Seite die Kreationisten. Alle, die sagen, so machen wir es und zu diesem Zeitpunkt ist es fertig. Auf der anderen Seite die Darwinisten. Alle, die sagen, das ist das Ergebnis zufälliger Iterationen. Jetzt sehen wir mal, ob es funktioniert und dann basteln wir weiter. Und beides passiert natürlich. Man plant, man überlegt, man probiert aber auch Dinge aus und testet sie. Manchmal auch ganz zufällig. Was heißt das jetzt für unseren Wasserhahn? Man überlegt sich verschiedene Wege, wie man die Hände des Nutzers nass bekommt, ohne das Becken zum Überlaufen zu bringen. Also fragt man sich, wie macht man den Wasserhahn an? Wie aus? Geht er von selber aus? Wie viel Wasser kommt raus? Ist er warm? Ist es kalt? Wie soll der Wasserhahn aussehen? Muss er schön sein oder vor allem billig? Wie viel darf er überhaupt kosten? Wir wägen all das ab, diskutieren uns die Köpfe heiß, bilden uns die eine oder andere Meinung, planen und setzen um und schließlich entscheidet der Entscheider, dieser hier soll es sein. Den bauen wir, bringen ihn auf den Markt, verkaufen ihn, machen unsere Nutzer glücklich, ihre Hände nass und unsere Taschen voller. Spätestens hier setzt die Evolution ein. Und die Evolution stellt ganz ohne Sinn und Verstand fest, kriegt der Nutzer in der freien Wildbahn seine Hände gewaschen? In diesem Fall hat das mit dem Händewaschen wohl nicht so gut geklappt. Und das intelligente Design hat sich evolutionär eine neue Iteration ausgedacht. Es wurden extra gestaltete Aufkleber angebracht, die erklären, wie der Wasserhahn funktioniert. Taps work by pushing down, not twisting. Man muss also drücken und nicht drehen. Der Weg dieses Wasserhahns führte über Kreation und Evolution zu einem einigermaßen überlebensfähigen Gebilde, das ich in Edinburgh erfahren durfte. Die User Experience hat hier evolutionären Druck ausgelöst. In einem anderen Fall wäre das Problem vielleicht schon in der Diskussion aufgetaucht und auch gelöst worden. Das Ergebnis so oder so, der Nutzer lässt sich nicht aufhalten. Vermutlich hat er hier so lange an den Knöpfen herumgeschraubt, bis man ihm diese Lösung angeboten hat. Die Frage ist daher immer, überlebt unser Produkt die User Experience? Und damit ist das Tao der User Experience gemeint. Eine in Anlehnung an die taoistische Philosophie grundlegendes Prinzip. Tao übersetzen wir als der Weg. Aus ihm entstehen die Polaritäten und dadurch die Gegensätze, aus deren Zusammenspiel sich Wandel und Bewegung und damit jedes Ergebnis, jedes Produkt ergeben. Unsere Polarität ist Design und Evolution. Nur wenn wir unsere Kreation den evolutionären Kräften aussetzen, kann daraus ein überlebensfähiges Produkt entstehen, eines mit einer guten User Experience. Auf diesem Pfad gehen wir immer weiter, oft auch, wenn wir ihn schon für beendet gehalten haben. Denn der Weg endet erst, wenn die User Experience vorbei ist. Ihre User Experience, meinen Vortrag betreffend, ist hoffentlich nicht zu Ende, wenn ich gleich die Bühne verlasse. Schließlich ist es meine Hoffnung, Ihnen irgendetwas von Wert erzählt zu haben. Man plant so und macht sich dann seine Sorgen. Das hier ist der Webmontag. Aber ich erzähle die ganze Zeit von Wasserhähnen. Was kann ich also denen, die auf Internetthemen konzentriert sind, noch bieten? Deshalb möchte ich versuchen, in einem Bild beide Welten zu verbinden. Internetrelevante Inhalte und das Tao der User Experience eines Wasserhahns. Mit einem Wasserhahn in Katzenform. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, dann habe ich...
Da hatte ich eine ganz persönliche User Experience zu, ja, genau. Der fürs Foto. Fürs Foto, genau. Der Wasserhahn, den hast du selbst erlebt, nehme ich an. Genau. Ja. Ja. Gut, hört man mich? Ja, man hört mich. Gut, dann nehmen wir das mal hier und du machst mit dem nächsten Vortrag weiter, nehme ich an. Brauchst du noch irgendwas? Mikro hast du da oder willst du? Okay, Klickerfolien müssten da sein. Dann viel Spaß. Danke. Das sind nicht meine Folien. Ja. Oh. Niemand wird sich hinterher erinnern, was ich gesagt habe, sondern nur, wie er oder sie sich gefühlt hat, als ich es gesagt habe. So, User Experience, 6 Millionen Euro in 3 Tagen. Ich mache Harz, ne? Und das Amt hat jetzt gesagt, geht nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich auch so ein Startup. Die Themen sind alle abgegrast, ne? Ich sitze jetzt hier vor Leuten, die machen, boah, bin ich nervös. Die machen, Web-Montag. Die ewig gestrigen betreutes Denken. Ich meine, es müsste schon längst ab Montag haben. Web war. Wir sind bei Apps. Ja? Und naja, ist ja egal. Und deswegen, bevor ich nicht die 6 Millionen Euro in den 3 Tagen jetzt habe, geht hier keiner raus. So, fangen wir an. Ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich habe. Ruhe! Ich habe alle beiden Wikipedia-Artikel überflogen, die es zum Thema gibt. Ich habe echt geile Klamotten angezogen, weil mehr kann ich mir auch nicht leisten. Und einen super Bart. Wisst ja auch, warum die 300 gewonnen haben. Waren die gut organisiert? Haben die gut gekämpft? Nein, die hatten geile Bärte. Ja? Ist ja logisch. Naja, zum Thema. User Experience. Was ist denn das? Wir sind in Deutschland, hier sitzen wieder die ewig gestrigen, habe ich schon mal gesagt, ist schon zu spät. Das Thema ist schon vorbei, Amerika hat schon durchgelutscht, jetzt ist es hier. So, sagt, denke ich, mein Startup, ne? User Experience, haben wir hier noch nicht, weil, ne, zu spät, machen wir. Für euch kann ich euch schon sagen, ist für euch nichts. Ist an euch schon vorbei, eure klägliche Twitter-App, mit der man auch To-Dos lösen kann oder umgekehrt, während man auf dem Scheißhaus sitzt, ist vorbei. Ja, gut. User Experience ist die Kurzform, Teenager, SMS-Kurzform, UX, ja? Wir nennen es jetzt nur noch coolerweise UX, und bedeutet so viel, die Emotionen, die ein Benutzer hat, wenn er ein Produkt oder eine App benutzt, die er drumrum, vor, nach, während der Benutzung hat. Ist ja logisch, ne? Design ist die andere Achse. Design ist quasi, wie schön sieht das aus. Darüber kann man streiten, ist aber im Normalfall Zeitverschwendung. Designs unterscheiden sich im Scheißegrad. Ein Design ist richtig scheiße und das andere ist nicht ganz so scheiße. Da gibt es kein Gut. Ja, deswegen, das können Sie sich sparen. Am Design brauchen Sie gar nicht drehen. Funktionalität. Funktionalität. Ist klar, ich klicke auf Speichern, die App stürzt ab.
Funktionalität, Katastrophe. Über Funktionalität zu streiten, macht durchaus Sinn. Ja, weil wenn es nicht funktioniert, können sie auch so gut designen, wie sie wollen. Haben wir schon gehabt. Das ist logisch. Ist auch hier. So. User Experience, nee, hä, was? Warum macht er denn jetzt, oh, das ist aber auch, hallo? Waren wir da jetzt schon? Ja. Gut, machen wir hier weiter. So, wenn man aber keine Acht gibt und keine Acht auf User Experience legt, dann braucht man sich nicht beschweren, was entsteht, wenn man sich nicht drum kümmert, weil da entsteht immer was. Das ist wie mit dem Design oder mit der Kommunikation, was wir eben gerade hatten. Man kann nicht User Experience machen. Ja? Dann wundern Sie sich auch nicht, wenn die Leute erzählen, die App ist scheiße und die Leute erzählen es weiter. User Experience propagiert sich auch zwischen Menschen. Ja, und wenn sowas geschieht, ja, dann haben sie so einen Shitstorm. Dann brauchen sie richtig dicke Eier. Ja? Nicht so wie ich, Socken, da brauchen sie richtige Eier. Ja, es ist kein Witz. Ja, sie lachen alle, also ich finde das nicht lustig, also ich kann mich schwarz ärgern. Ich benutze ja nicht eine App, um an Emotionen zu zergehen, ich benutze die App auch nicht zum Selbstzweck. Ich benutze die App nicht zum Benutzenswillen, sondern weil ich damit irgendwas erledigen will. Ich habe seit 2 Jahren Smartphone, vorher gar kein Telefon. Kann man vergessen. Ist nur Scheiße. Es ist nur Scheiße auf meinem Telefon. Von den 3 Apps, die ich installiert habe, sind 2 Scheiße. Aber das hat ja seinen Sinn. Das kommt ja irgendwo her. Es fing alles an mit dem Web 1.0. Ja? Da ging es um Informationen. Da haben sie noch schön gegrüßt, wenn sie der Nachbar an ihrer Webseite vorbeikam, weil sie hatten die Informationen gut aufbereitet. War super. Da ging es um Inhalt, da war nicht Design gefragt, das war scheißegal, da war Text. Das ist Internet 2.0, das war Meinungsfreiheit. Plötzlich haben wir entdeckt, jeder kann eine eigene Meinung haben, wie toll ist das denn? Fürchterlich. Ja, dann wurde groß viel Zeit verschwendet, um die eigene Meinung kundzutun oder zu retweeten, was irgendwer anders gemeint hat. Das ist fürchterlich. Dritte, ne, da sind wir jetzt. Das ist quasi, wir stehen vor dem Abgrund der Dummheit. Das Internet jetzt basiert nur noch auf Emotionen. Heute wird retweetet, nicht weil irgendwie derjenige eine Meinung hat oder sich drüber kundig gemacht hat. Nein, sie retweeten irgendwas, weil sie das bewegt hat, positiv oder negativ. Es ist überhaupt gar keine Substanz mehr, nichts mehr. Da zählt weder Design noch Funktionalität, das steht hier, Herz. Ja, ist nicht toll, ist eine Katastrophe. Das heißt, sie können mit Design und Funktionalität heute gar nichts mehr reißen. Deswegen nenne ich das auch meinungsbefreit, das sind wir heute alle. Hat keiner mehr, jeder hat nur noch Emotionen. So. Aber ich will ja nicht nur lästern, ich will ja auch Tipps geben, wie das Ganze besser funktionieren kann. Oder wie man sich aufs Thema User Experience einlassen kann. Kann ich an das auch reden? Hallo? Nee. Hallo? Ah, gut. Sie brauchen erstmal Hirn und Herz, weil bei Emotionen, stellen Sie sich nur mal vor, überlegen Sie mal, was Sie jetzt fühlen, was Sie für eine User Experience haben bei diesem Vortrag. Ja, dann versuchen Sie es für sich, nur was Sie gefühlt haben. Sauer, was ein Idiot, arrogant, sieht aus wie ein Depp. Ja, dann versuchen Sie es für Ihren Nachbarn oder für Ihre Nachbarin, wie gut das funktioniert. Und dann versuchen Sie es für alle Leute, die hier so rumsitzen. Wie gut das funktioniert, wenn Sie am Ende nur noch Statistiken dagegen schmeißen. Nur noch Zahlen, wenn der Nutzer gar nicht mehr zählt, sondern nur noch mal meint, die Herde wäre so blöd, dass sie, wenn ich jetzt hier ein Smiley hinmache, dass sie applaudiert. Das prüfen wir am Ende. Wenn Sie User Experience in Ihrem Startup oder in Ihrer nächsten To-Do-Liste machen wollen, achten Sie aufs Einstellungsverfahren. Ja, stellen sich nicht Leute ein. Wenn Sie Design machen wollen, stellen Sie einen Designer ein. Logisch, einen kreativen Menschen. Wenn Sie
Funktionalität machen wollen, stellen Sie jemanden ein, der was auf dem Kasten hat. Ja, hohen IQ, was weiß ich, Ingenieur. Wenn Sie jemanden für Emotionen haben wollen, einstellen wollen, dann müssen Sie jemanden einstellen, der eine soziale oder eine emotionale Intelligenz hat. Wenn Sie es nicht tun, dann kommen Sie auch nicht zu was Gutem. Weil das ist der Punkt. Bei User Experience geht es um den Menschen und nicht mehr um die App oder den Computer. Und die Leute, die Software entwickeln, das sind die Leute, denen geht es um den Computer. Die interagieren nur mit dem Computer. So, Trends. Ganz wichtig, rennen Sie nicht wie der letzte Idiot hinter jedem Trend her. Nur weil jetzt einige Leute gemerkt haben, man kann jetzt auch mit diesem Wort UX viel Geld verdienen, weil andere Leute einem Geld gegen den Kopf schmeißen, weil ich sage, ich habe die Ahnung. Was soll das? Hirn und Herz, gucken Sie hin. Funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt funktionieren? Das wieder aus? Nee. Pareto-Prinzip 20-80, wenn Sie sich darauf einlassen, die ersten 80% der Arbeit kosten 20% der Zeit. Die letzten 20% der Arbeit kosten 80% der Zeit. Das heißt, der Anfang ist immer einfach. Hinterher, und ich denke auch, dass User Experience nur zu einer langfristigen Bindung führt. Ja, das ist Tüpfelchen obendrauf. Das müssen Sie sich bewusst sein, sonst brauchen Sie es gar nicht angehen. Auch wenn Ihre Funktionalität völlig scheiße ist, brauchen Sie mit User Experience noch gar nicht anfangen, wenn die App abstürzt, wenn ich auf den Button klicke. Fail fast, das heißt, Sie müssen sich auch ein Ziel setzen, was wollen Sie mit User Experience erreichen, und Sie müssen das messen. Oder wenn Sie jemandem Geld gegen den Kopf schmeißen, muss er Ihnen verifizieren, wie das geht und warum das geht und ob das überhaupt geht. Zahlen, was weiß ich, Graphen. Das heißt, machen Sie kontrollierte Experimente im Kleinen. User Experience ist nun auch, die Leute erzählen es weiter. Die App war doof. Das trägt sich weiter. Also Sie, um andere Menschen nicht zu beeinflussen, machen Sie das im kontrollierten Raum, dass Sie damit einfach, sonst haben Sie so einen Shitstorm am Bein. Und eat your own dog food, das ist auch ganz wichtig. Sie müssen Ihr eigenes Produkt benutzen. Und zwar müssen Sie es ohne Elternbrille machen. Ich meine, jeder kennt das. Geil, meine App, die beste App, ich entwickle die, was weiß ich. Und im Endeffekt ist es Scheißdreck, man sieht es aber nicht, weil man halt die Elternbrille auf hat. Mein Kind ist das tollste Kind auf der ganzen Welt. Müssen Sie machen. Und Sie müssen das auch aktiv tun, weil bei Emotionen, da ist halt einfach auch vorbei. So. Kultur muss man auch pflegen. Wie kommt man überhaupt zu einer vernünftigen User Experience? Erstmal muss die aus der Firma oder dem Laden oder dem Zwei-Mann-Startup rauskommen. Das heißt, Sie müssen eine Kultur pflegen, in der Sie nicht über Trivialitäten diskutieren. Ja, wenn ich im hinterletzten Menü irgendwas klicke und dann habe ich eine schlechte User Experience, während auf der Startseite ich nicht weiterklicken kann, das streiten sich nicht über Details, müssen Sie wissen. Der Kontext. Kontext ist bei Emotionen ganz wichtig, weil jemand, der mit ihrer To-Do-App auf dem Fahrrad sitzt und twittern will, dass er jetzt ein To-Do erledigt hat, sagt natürlich, scheiße, geht nicht. Ja, ich falle hier fast vom Fahrrad, der Kontext ist Mist, die User Experience ist Mist. Wohingegen jemand, der auf dem Sofa sitzt, halt sagt, super, hat total einfach geklappt. Und es sind alles logische Sachen. Also ich habe hier den Vorteil, ich stehe hier oben, ihr müsst euch das anhören. Ich erzähle auch nur logische Sachen, weil das sind Dinge, das sind alte Dinge in neuen Kleidern. Emotionen haben wir alle schon gehabt. Die Werbung massakriert uns seit Jahren nur mit Emotionen. Das Ganze kommt jetzt auch in die Software. Oh mein Gott. Einfache Dinge, kann man simpel machen. Das ist auch die Empfehlung. Es ist nicht sinnvoll, wenn die To-Do-Liste twittern kann. Oder wenn man Kommentare zu einem To-Do hinterlegen kann. Was soll das? Die Kernfunktionalität von einer To-Do-Liste ist, ich mache was, dann hake ich das ab und dann fühle ich mich gut, weil ich das gemacht habe. Ja? Wenn Sie diese User Experience machen, super. Die beste Funktionalität ist etwas, was ich gar nicht tun muss. Ja, was ich automatisch erledige. Ich installiere die App und die filtert automatisch meine E-Mails, ohne dass ich je wieder irgendwas nachgucken muss. Ist gut. Ist top. Das ist die beste Funktionalität. Natürlich auch keine User Experience, weil
Der Kunde benutzt hier ihr Produkt nicht. Halt, zweischneidiges Schwert. So, ich glaube, viel habe ich nicht mehr. Ja, das habe ich eben schon mal gesagt, das ist wichtig. Das kommt auch dem Evolutionsgesetz da gleich. Sie müssen eine Idee haben. Wenn Sie schon merken, dass Ihre Idee scheiße ist, ja, dann lassen Sie es. Suchen Sie sich eine bessere Idee. Man muss nicht aus allem ein Startup machen. Dasselbe gilt auch für UX. Sie müssen eine Idee haben, was Sie verbessern wollen und wo Sie den Benutzer hin manipulieren wollen, weil es ist nichts anderes als Manipulation. Wenn Sie User Experience angehen und den Benutzer manipulieren, müssen Sie das wissen. Sie müssen auch das iterieren, weil es am Anfang immer nicht gut. Und Sie müssen es vor allen Dingen verifizieren. Wenn Sie was kaufen und verifizieren das nicht oder machen es selbst und verifizieren das nicht, fühlt der Benutzer sich jetzt besser? Kann sein, Experience, das hilft nichts. Aber das ist ja auch eigentlich Allgemeinwissen. So, und das war es eigentlich auch. Ja. Aber eigentlich sind jetzt Fragen dran. Die will ich aber selbst beantworten. So. Oh. Was war das gerade? Das war natürlich eine Meta-Präsentation und zwar eine Meta-Meta-Meta-Präsentation. Es waren quasi 3 oder 4 Stränge. Ich habe angefangen mit einem beschissenen Design, den Folien, fürchterlich. Ich sah fürchterlich aus, meine Sprache war fürchterlich. Der Inhalt war fürchterlich, was ungefähr der Funktionalität entspricht. Ich habe euch geduzt. Dann irgendwann habe ich euch vielleicht auch gesiezt, das ist mir jetzt wahrscheinlich im Eifer des Gefechts untergegangen. Und eigentlich sollte es ein Meta-Vortrag sein über praktische User Experience. Also ich wollte versuchen, in euch, sie, ihnen, Emotionen zu erzeugen. Und zwar vom Negativen ins Positive. Ich habe auch ein Fazit. Und zwar, was man über User Experience wissen muss, es geht nicht ohne, die ist immer dabei. Also selbst wenn Sie Ihr Produkt nur ankündigen, ich habe heute bei den Kollegen Werbung gemacht, habe gesagt, ich mache mich auf der Bühne nackig. Das ist schon User Experience. Noch gar keiner irgendwas über den Vortrag, Inhalt, völlig wurscht. Aber das ist schon User Experience. Es ist omnipräsent, man kriegt es nicht weg. Es ist ein Prozess. Wenn man ihn annimmt, muss man sich darüber klar sein, dass man ihn iterieren muss. Und dass man sich auch lächerlich macht, wenn man versucht zum Beispiel das Design zu verbessern, dass man die Schuhe zum Beispiel nicht zugebunden kriegt. Das sind Details, da machen Sie sich auch mit User Experience Sachen einfach lustig, blamieren Sie sich. Es geht schief, aber das ist im Leben immer so. Und wenn Sie da eingreifen, müssen Sie sich bewusst sein, das ist Manipulation. Gefühle, ich habe es am Anfang schon angedeutet, versuchen Sie das für sich jetzt zu reflektieren, was in Ihnen vorgegangen ist, in Ihrem Nachbarn, Nachbarin und dann für alle 200 Leute. Und dann mit dem Kontext, den die Leute haben, kommen die gestresst von der Arbeit und so weiter und so fort. Da müssen Sie wissen, was Sie tun. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, wenn Sie da über das Ziel hinausschießen, haben Sie einen Shitstorm am Bein. Deswegen geben Sie einfach Obacht. Ich kann nur empfehlen, mal eine Psychologie-Vorlesung zu besuchen oder mal so ein, also eine komplette, und mal zu lernen, bevor man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Dann auch eigentlich wirklich mal zu gucken, was die Benutzer erzählen. Das ist jetzt nicht so einfach. Aber es gibt zum Beispiel, Senti WordNet ist eine Sammlung von 150.000 Worten, die nach positiv und negativ klassifiziert sind. Das heißt, Sie können so einen Twitter-Stream analysieren und dann ungefähr sich verifizieren, Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2, ob die Kurve der positiven Worte hochgegangen ist und die negativ runter, wenn Sie irgendeine Maßnahme durchgeführt haben. Und die letzte Sache ist, tun Sie das, was alle anderen tun. Wir sind hier in Deutschland, wir sind hier einfach, naja, Hauptsache ich bin nicht im Wettbewerbsnachteil. Ja, machen Sie das, kopieren Sie, was die Großen machen. Ich meine, Google kennt ja nun auch jeder, die haben angefangen mit so einer Suchleiste.
Designmäßig, aber hat keinen interessiert. Funktionalitätsmäßig, top, hat getan, was es sollte. Ja, User Experience, automatisch gut. Aber ja, deswegen, für mich, das Fazit ist eigentlich, das ist eine Präsentation, vielleicht gucken Sie sie einfach nochmal zu Hause ein, zwei Mal, weil es sind verschiedene Dinge. Mit dem Bart auch ist Ursache und Wirkung, die haben natürlich nicht gewonnen, weil sie geile Bärte hatten, sondern weil es im Drehbuch stand, ist auch logisch. Aber bei Design zum Beispiel bin ich der Mensch. Oh. Bei Design zum Beispiel finde ich zum Beispiel Perfection Kills. Also da müssen Sie nicht alle Energie reinstecken und noch das letzte i-Tüpfelchen machen. Das geht auch ohne. Das juckt den Benutzer nicht, weil über die Zeit verschwimmt das Design und der Benutzer nimmt nur noch die Funktionalität wahr. Wie gut kriege ich meinen Mist gebacken? Und das war's auch schon. So, er hat ja gesagt, er möchte keine Fragen, deswegen mache ich das kurz. User Experience war eben gut. Sehr gut, die Funktionalität haben wir, glaube ich, auch hinbekommen. So, bevor wir haben ein bisschen Luft, deswegen können wir uns kurz 2 Sekunden unterhalten, bis dann der Nächste kommt. Wer vorhin ein bisschen aufgepasst hat, weiß auch schon, wie er heißt. Was so Funktionalität und Design und so angeht. Ne? Da gibt es ja so große Hersteller, die immer so tolle Gimmicks technischer Art produzieren. Kommt demnächst, hat sich jemand mal beschäftigt mit dem Thema Smartwatch. Ist so eine Firma, die hat draufgeschrieben, ganz wichtig, wo es designt wird, egal wo es produziert wird. User Experience ist irgendwann zu erwarten, wenn man mal über 2,5 Stunden Laufzeit hinwegkommt. So. Kommen wir weiter mit dem nächsten Vortrag. Haben wir hier den Chris? Haben wir. Wunderbar. Dann würde ich den Chris bitte auf die Bühne bitten. Und wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Vortrag. Jetzt klopft's. Mhm. Schwierig jetzt gegen diese super kreativen Vorredner anzustinken. Das fand ich genial. Also dafür nochmal einen Applaus, dass jemand da so viel Ideen reinsteckt und so einen ganz anderen Art Vortrag macht und der Vortrag im Vortrag und in Metaebenen und so. Ich bin völlig geflasht. Geil. Also nochmal vielleicht einen kleinen Applaus für meine Vorredner. Mal gucken, ob das hier an ist. Ja, ist an. So, liebe Leute, rückt näher zusammen, macht euch eine Tasse Tee, zieht euch die Kuscheldecke hoch, denn ich erzähle euch jetzt eine wunderschöne, aber leider auch tragische Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte von der Schönen und dem Business. In den Hauptrollen die Schöne, von manchen auch liebevoll Design genannt, und das Business, der einzige Sohn von Funktionalität und Geschäftsmodell. Mein Name ist Chris Chart, ich arbeite in Darmstadt bei der IT-Beratung Spark 5 und Hintergrund der Geschichte ist mein Startup FoodQuest, das ich vor einigen Jahren mitgegründet habe. Und aus dieser Zeit habe ich euch ein paar Lektionen mitgebracht, über die ich heute sprechen möchte. Worauf kommt es beim allerersten Eindruck an? Wir haben das auch vorhin schon gesehen. Ja, ganz, ganz viel läuft über die Optik. Im Tierreich, in der Disco, auch in unserer Liebesgeschichte, bei eurem Produkt. Die initiale Aufmerksamkeit geht immer erstmal über optische Reize. Ja. Das läuft also durch ganz alte Teile des Gehirns, durch das limbische System. Jeder Mensch reagiert erstmal positiv auf eine schöne Optik, auf ein ansprechendes Design. Daher, was gut aussieht, erregt positive Emotionen und die sind für ein Startup extrem wichtig. Und wir waren ja auch ein Startup, FoodQuest, eine App für Restaurantempfehlungen. Und wir haben von Anfang an damals gesagt, wow, wir machen ein geiles Design, weil wir das lieben, weil wir das irgendwie
schöner finden. Naja, wir haben auf schönes Design gesetzt und deshalb auch Aufmerksamkeit erhalten. Wir hatten natürlich große Pläne. Die Restaurantempfehlungen müssen irgendwo hinkommen. Kriegen wir die her aus Machine Learning Algorithmen, aus Crowdsourcing, aus Kuratorenmodellen. Aber als wir zum ersten Mal gelauncht haben, war unsere App noch richtig blöd. Das war alles nur Eye Candy. Und das sollte davon ablenken, dass hinter FoodQuest erstmal eigentlich nur eine sau rudimentäre Datenbank steht, deine XML-Datei, und die haben wir händisch eingefüttert. Waren lustige Zeiten, aber wir haben trotzdem Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar bei einem Launch-Event auf der CeBIT haben wir über saftige Steaks gesprochen, über gutes Essen. Und dadurch ziemlich viele Leute an diesen Stand und an dieses Rednerpult hier gelockt. Und ich glaube, ich möchte wetten, hätten wir über ausgeklügelte Machine Learning Algorithmen gesprochen, wäre das anders gewesen. Das heißt, natürlich sollte ein Startup immer eine innovative Neuerung haben. Nicht nur schön erscheinen, sondern auch innere Werte. Aber ich sehe leider immer wieder sehr, sehr viele Startups, gerade aus dem universitären Umfeld, die haben unwahrscheinlich top wissenschaftliche Arbeit geleistet, aber schaffen es nicht, irgendjemand dafür zu begeistern. Ihr kennt ja alle diese Messestände, so diese typischen kleinen Stände, ganz viel Plakate, ganz viel Text drauf, ein paar frustrierte, verzweifelte Gründer und jeder läuft an den Ständen vorbei. Was wirklich schade ist, weil, hey, da steckt richtig was dahinter, aber Pech gehabt, ja. Da schaut man eigentlich kein zweites Mal hin. Und deswegen mein Fazit, gerade am Anfang, setzt auf Eye Candy, bisschen was fürs Auge, fake it till you make it. Jedes Startup, das ich kenne, basiert doch erstmal auf einer Idee. Ob die Idee jetzt geklaut ist oder die eigene, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt eine Idee. Und was passiert? Die Gründer verlieben sich in die Idee. Ja? Die verlieben sich, die klammern sich dran fest und wollen die gar nicht loslassen, weil es ja so eine geile Idee. Und das haben wir bei FoodQuest natürlich auch gemacht. FoodQuest, das sind anlassbasierte Restaurantempfehlungen. Ja, wenn man ein Restaurant aussucht, worum geht es da? Nicht um die Küche, sondern um den Anlass, haben wir gesagt. Will ich geschäftlich essen gehen, brauche ich ein anderes Restaurant, als wenn ich ein Candlelight-Dinner mache. Oder ich brauche vielleicht irgendwie einen Café mit super WLAN-Empfang zum Arbeiten. Darauf kommt es auch an. Nicht auf die Küche, Deutsch, Italienisch, Thai, völlig egal. Die Anlässe sind noch das super Wichtige. Und deswegen haben wir auch bei FoodQuest immer konsequent den Anlass im Vordergrund gehabt, das ist unsere Idee und das werden wir für immer verfolgen. Das Doofe war, unsere User haben das nicht so gesehen. Unsere User haben das gar nicht kapiert. Ja, die haben diese App gesehen, drauf rumgeklickt, die schönen Bildchen da vom Essen, Sushi, Sushi hast du keine Lust, Pizza, Burger, geil, und klicken auf den Burger und bekommen aber eine Liste an Restaurantempfehlungen für Essen gehen mit Freunden. Ja, sind erstmal verwirrt und dann enttäuscht. Was ist passiert? Wir haben die User nicht da abgeholt, bei dem Stand, den sie erwartet haben, sondern irgendwas anderes hingeschmissen. Und das kann nicht gut gehen. Das heißt, entgegen all unserer Ideen war das nächste wunderbare Feature die Küchenauswahl. Und erst dadurch haben unsere User angefangen, sich eine App wohlzufühlen, haben sich abgeholt gefühlt, wie man so gerne im Konzern sagt, und dann auch den Anlässen eine Chance gegeben. Ja, und so ist es leider. Wenn ihr eure User durch eine schlechte Funktionalität oder eine unerwartete Funktionalität verliert, dann könnt ihr noch so viel Liebe und Arbeit ins Design stecken, das ist vergebene Liebesmühe. Das heißt, haltet an euren Ideen fest. Die sind super. Aber ihr müsst Wege finden, den User vom Verständnis her da abzuholen, wo er ist. Sonst bringt euch die beste Idee nichts. Ja. Und dann wird man irgendwann sagen, die waren damals ihrer Zeit voraus, aber Apple hat es dann geschafft, das Produkt für den Massenmarkt zu übersetzen. Ja, das ist ja auch schade drum. FoodQuest war ein richtig geiles Startup. Ich habe es geliebt. Wir hatten ein Exist-Stipendium, wir kamen gut voran, wir hatten viel Unterstützung, sehr, sehr viele Downloads, aber das Problem war schlicht und einfach das Geschäftsmodell.
Was ist das Geschäftsmodell? Wir vermitteln Tischreservierungen online über einen Buchungspartner. Super einfache Rechnung. Pro vermittelte Person 1 Euro Provision. Cool, haben wir uns schön gerechnet. Sieht auf dem Papier alles gut aus. Leider blieben die Umsatzzahlen sehr stark hinter unseren Erwartungen zurück. Ja, die Leute lieben die App, holen sich die Restaurantempfehlung, beteiligen sich in der Community, alles schön kostenlos, aber bleibt nichts finanziell bei uns hängen. Und tja, wir waren eigentlich immer sehr stolz auf das Design, aber irgendwas muss ja falsch sein. Hey, wir haben so viel Eye-Candy und die Empfehlungen sind auch gut, was ist los? Dann wird man langsam schwammig in der Idee und bekommt dann viele äußere Einflüsse und dann sagen die Leute, ja, eure Idee ist zu komplex, ihr habt da Features drin, die keiner braucht, ihr habt da Ideen drin, die die User nicht wollen. Macht's ganz einfach, noch sexier, noch schöner, super easy. Und was haben wir dann gemacht? Ja, wir haben gesagt, okay, wir stellen jetzt einmal alles auf den Kopf, trennen uns von vielen heißgeliebten Ideen, viele Nächte durchgearbeitet und dann konnten wir es endlich präsentieren, unser richtig geiles Redesign. Ja. Wow, noch schicker, auf der Höhe der Zeit, viel einfacher. Ja, bekamen wir mehr Downloads? Check. Bekamen wir mehr Downloads? Check. Wurden wir von Apple gefeatured? Check. Stiegen die Buchungszahlen? Nope. Und das ist das Learning, das ich bei diesem Punkt weitergeben will. In meiner Erfahrung kann man ein Business nicht dadurch retten, dass man ein Redesign macht. Ja. Erinnert sich jemand an das Redesign von StudiVZ? Oder MySpace? Gab's noch mal was. Alles viel Liebe, sicherlich gute Ideen, aber ganz ehrlich, wenn der Wurm drin ist, dann kann auch so ein Redesign nicht mehr helfen, wenn man nicht den Kern des Problems ändern kann oder ändern will. Und da stellt sich halt die Frage, woran lag es denn dann? Ja, wir haben glückliche User, viele Downloads, enttäuschende Conversion Rates. Wir haben oft gesagt, gut, die Deutschen sind einfach noch nicht bereit für das Thema Online-Reservierung. Wir müssen nach England. Nee, wir müssen sogar in die USA. Die kapieren das. Oder wir haben gesagt, ja, es sind ja noch nicht ganz so viele Restaurants in diesen Reservierungsportalen drin. Das ist jetzt einfach eine Zeit, da müssen wir durchhalten, bis sich das etabliert hat. Sicherlich alles nicht ganz falsch. Aber ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass der Kern des Problems beim Sales Funnel liegt. Und zwar, unser Design endete kurz vor dem Abschluss der Transaktion. Ja, unser Sales Funnel war kaputt. Was meine ich damit? Schritt 1, Kategorie aussuchen. Super. Schritt 2, aus den Empfehlungen auswählen. Ansprechend, einfach, ja, cool. Schritt 3, alle Restaurantinfos verfügbar. Viel aggregiert, stark auf Drittanbieter gestützt. Das ist immer so eine Sache mit vielen Informationen aus dritten Klassen, Quellen. Erste Schwächen, aber immer noch umfassend und okay. Problem ist, sobald der User mal auf den Reservieren-Button klickt drauf und landet auf der mobilen Seite unseres Buchungspartners. Man muss sich da nochmal komplett durch deren Prozess durchklicken. Anderes Design, völlig andere Userführung, völlig andere Logik. Und jetzt der Killer, kurz bevor er wirklich das reservieren kann, muss er sich nochmal mit all seinen Daten registrieren. Das ist hart. Ja, das ist der absolute Killer gewesen. Und selbst ich habe nicht besonders gerne über unsere App gebucht, weil es so viel Mühe war. Ja? Kann ich jetzt hier sagen, weil der Käse ist gegessen, wie der Hesse sagt. bleibt ja unter uns. Ja, und wir haben immer uns daran geklammert, naja, gut, das ist jetzt so ein Anfangsproblem, die APIs werden schon kommen. Pustekuchen. Ja. Also ein Startup hat einfach nicht so einen langen Atem wie vielleicht ein Konzern und kann ewig auf APIs warten. Wir haben das auch letzte Woche wieder viel gehört auf dem Between the Towers. Commerzbank, Fintech, da dreht sich auch alles um APIs. Viele Startups haben tolle Ideen, werden sich aber ganz schön wundern, wenn diese APIs nicht kommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist wie ein 100-Meter-Lauf. Es ist wie ein 100-Meter-Lauf, bei dem ich die letzten 20 Meter auf Krücken laufe. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, die Erkenntnis, die wir hieraus ziehen können, ist doch, ihr solltet die Liebe zu Funktionalität und Design vom ersten bis zum letzten Schritt durchziehen.
Und wenn das irgendwie nicht möglich ist, vor allem weil die letzten Schritte außerhalb eurer Kontrolle liegen, dann ist gerade im Bereich Mobile meine Empfehlung, hinterfragt nochmal, ob ihr wirklich so eine lohnenswerte Idee verfolgt. Zu traurig. Zum Abschluss unserer Liebesgeschichte doch noch eine nette Anekdote. Wir sollten vor allem die gut zuhören, die bereits ein super gut laufendes Business haben. Rare Spezies, die anderen können jetzt schon mal gehen. Aber nein, ein Bekannter aus Darmstadt hat ein App-Vermarktungs-Startup. Ja, die spezialisieren sich darauf, richtig viel Traffic auf eine App zu ziehen über Promotion-Aktionen. In die Top-Charts die App zu bringen, und das zieht also richtig viele Downloads. Das machen die für Kunden. Ihr wisst jetzt, wie ich heiße. Das macht er aber auch für seine eigene App. Zieht auf seine eigene App richtig viel Traffic und er hat damit ein Schweinegeld verdient. Ja, und was ist der Trick? Super einfach, eine Gutschein-App. So simpel, wie man es sich nur vorstellen kann. Erster Screen ist eine Liste der verfügbaren Gutscheine, irgendwie so 20% auf Tiernahrung, 5 Euro Rabatt auf Parfüm, so das Übliche. Und jetzt klicke ich auf einen Listeneintrag, aha, bekomme eine Detailseite, klassisch, und einen dicken, fetten Button, auf dem Gutscheinladen steht. Super simpel, der User klickt drauf und mein Kumpel bekommt eine Provision. Geil. Sehr, sehr viel Traffic damit kombiniert und du hast eine richtig unglaubliche Cash-Cow. Denn man hat Zehntausende im Monat damit umgesetzt. Keine Lüge. Das Geschäft lief so gut, dass er gesagt hat, geil, na, investieren wir jetzt nochmal richtig. Motzen das Ding so richtig auf. Und die Idee war, wir packen jetzt noch eine fette Seite davor, einen schönen Startscreen, direkter Zugang zu allen Features. Das wird geil, noch mehr Geld, die App ging live, was passiert? Die Umsätze gehen in den Keller. Ja, brechen ein um das 10- oder 20-fache. Gehen Sie ruhig ran. Umsätze brechen also so unglaublich krass ein und alles wegen einem einzigen Screen. Ja, der hat die Komplexität nur ein ganz kleines bisschen erhöht. Ich meine, Leute, klickt auf den Button oben links und ihr seid auf eurer gewohnten Gutscheinseite. Nee. Ich glaube gar nicht, wie schnell der die alte Version der App wieder im Store hatte. Ne? Also überschätzt, ich meine, man darf es ja hier sagen, wir sind ja unter uns, überschätzt nicht die Intelligenz eurer Nutzer und das Potenzial kurzer Klickwege. Und wenn ihr ein Produkt habt, das gut läuft und ihr macht Änderungen daran, dann geht vorsichtig vor. Bitte macht A/B-Testing, iteriert mit Bedacht. Ja, sonst passiert euch sowas. Wir sind jetzt schon am Ende unserer kleinen Liebesgeschichte vom Schönen und dem Business. Sex sells, fake it till you make it, ihr kennt die Sprüche, aber es hilft wirklich. Zweitens, klammert euch nicht zu sehr an eure eigenen Ideen, hört auf eure User, ja, die wissen schon, was sie wollen. Drittens, ein Redesign wird euch niemals helfen können, ein schlechtes Business zu reparieren. Viertens, behaltet die volle Kontrolle über euren Sales Funnel und designt ihn vom ersten bis zum letzten Schritt. Und fünftens, never change a running system. Und wenn doch, nur mit ganz, ganz viel Einfühlungsvermögen. Tja, die Schöne und das Business. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dankeschön. So, hallo? Ah, Fragen? Ich sehe keine Fragen. Komisch. Scheinen alle gut gelaufene Geschäfte zu haben. Oder haben vorher schon aufgegeben, weil die Idee scheiße war. Naja, gut. Vielen Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Ich hoffe, jeder hat was mitgenommen. Und wenn nicht, guckt es euch nochmal auf dem Stream an. Wir sind jetzt schon kurz vor unserer Pause. Wir sind ein bisschen schneller als geplant, was gar nicht so verkehrt ist. Wir haben nämlich heute noch ein paar Nachrücker bekommen. Deswegen würde ich jetzt ganz kurz den Lukas Rosenstock auf die Bühne bitten, der ganz kurz um 2 Minuten Zeit gebeten hat. Da kommt er schon, sehr gut. Da vorne ist dein Mikro, 2 Minuten, viel Spaß. Da am Tisch. Viel Spaß. Hallo? Okay. Gut, für die 2 Minuten kann ich auf 10 Spitzen stehen. Ja, ich bin der Lukas. Ich wollte ganz kurz nur eine Sache ankündigen. Und zwar
Ich komme aus dem hohen Norden, also ich sag mal dem hohen Norden des Rhein-Main-Gebiets, aus Gießen. Das ist ja echt... Genau, und bei uns in Gießen vor Ort, klar, ist kleinere Stadt, ist nicht so viel los wie Frankfurt, Events und so weiter. Gerade ich und Bekannte, die auch dort arbeiten, aber noch nicht so vor Ort, auch gut vernetzt sind, wollen eigentlich gerade so ein bisschen auch dort mal so ein Event ins Leben rufen. Genau, wollte ich einfach sagen, falls jemand vielleicht auch von dort kommt oder jemanden kennt, oder der kann sich vielleicht gerne mal an mich wenden, wenn jemand Interesse hat. Wir haben jetzt das neu angelegt. Wir haben ja eben gehört, Web war gestern, deshalb heißen wir auch nicht Webmonter, sondern wir heißen Mobile Innovators. Und wir haben auch einen Twitter-Account. Am besten, ich tweete gleich einfach was mit dem Hashtag, dass ihr das findet. Und einfach könnt ihr followen. Und wäre ganz schön, wenn sich da vielleicht ein paar Interessenten fänden. Das war's schon. Wunderbar, dann hätten wir den hohen Norden der Hessen auch. Wusste ich gar nicht, dass es die auch hier gibt. Dann hatten wir vorhin noch eine ganz kurze Meldung von dem EdTech-Meetup. Die wollten auch noch ganz kurz, deswegen würde ich, da kommt schon jemand, sehr gut, wunderbar, alles ein bisschen hier. Die User Experience mit dem Mikro verbessern wir demnächst auch. Ja, für kleine Leute gibt es kleine Mikros. So, dann einmal, bitteschön. Ja, hallo, ich bin der Nicola und der... Oh, das war der Fuß. Christian, hi. Genau, wir hatten gerade unten vor dem Webmontag das erste Meeting, also quasi Kick-Off-Meeting von der EdTech-Meetup-Gruppe und wollten euch eigentlich nur darauf hinweisen, wir wollen uns versuchen, monatlich zu treffen, mal gucken, ob es klappt. Also wie gesagt, jetzt gerade im Gründen wollen uns zu Educational Technology-Themen austauschen, haben uns so überlegt, eben gerade im Kick-Off-Meeting, dass wir dann vielleicht so 1-2 Vorträge pro Meeting versuchen auf die Beine zu stellen und wie gesagt, Thema steht fest. Es gibt eine Gruppe, ich hatte auch unter dem WMFRA-Hashtag einen Tweet abgesetzt, kann es auch nochmal wiederholen, falls ihr euch auf der Seite registrieren wollt. Das nächste Meeting wird im März entweder am 11. oder am 18. stattfinden, da schicken wir noch einen Doodle rum dazu, bei welchem Termin es am besten klappt. Und wir gucken natürlich auch noch wegen der Location, wo wir uns treffen können. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr uns auch in der Pause gleich ansprechen, ansonsten einfach auf die Meetup-Gruppe gehen und mitdiskutieren. Ich würde noch ganz kurz was ergänzen wollen. Wir haben ein großes Ziel, ja, und das ist, alle Lernenden und alle Lehrenden zusammenzubringen, plus alle Startups. Also alle. Aus dem EdTech-Bereich. Also wir würden uns wirklich den Austausch zwischen Schülern, Studenten, Lehrern, den Jungs, die jetzt hier einfach irgendwelche neuen genialen Apps bauen, diesen Kontakt herstellen, austauschen, dass man vielleicht im Meetup-Meeting direkt irgendwie Prototypen testen kann etc. und gute Kontakte hinbekommt. Das ist unser großes Ziel und wir würden uns freuen, wenn ihr da noch mitmacht. Danke. Das kann man dann wohl Schule 2.0 oder so nennen. Hoffentlich. Naja, gut. So, wir haben jetzt knappe 30 Minuten Pause. Wir hoffen, ihr habt schon ein bisschen User Experience für euch mitgenommen und testet die jetzt an der Bar oder so. Nicht zu dolle, weil wir brauchen euch noch nachher hier. Wie gesagt, 30 Minuten Pause, feel free, entspannt euch ein bisschen, lasst wirken, was gewirkt hat und bis in 30 Minuten. Wir haben ein bisschen Zeit gewonnen, deswegen machen wir jetzt zügig weiter. Wir haben nämlich noch 2 Talks und ein Spotlight auf dem Plan und wir wollen ja alle pünktlich nach Hause. Ich hoffe, die User Experience an der Bar und so war gut. Alle noch da? Sehr gut. Dann würde ich jetzt das Mikrofon und das Wort an Thomas Klose und Heiko Winter übergeben, die uns mit einer kurzen Unterhaltung für ein paar Minuten auf der Bühne unterhalten werden. Mal gucken, was bei rumkommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo. Hi. Guten Abend. Erste Frage, ist die Nicola schon da? Sehr gut. Die hat mir nämlich vorhin gesagt, ich soll Bescheid sagen, wenn wir anfangen, damit sie noch reinkommen kann von der Bar. Zweite Sache, die ich sagen wollte, achtet mal genau drauf, ihr werdet es nicht merken, aber am Ende des Vortrags haben der Heiko und ich die Klamotten getauscht. Aber das passiert, ohne dass ihr es merkt. Also jetzt hast du es gesagt schon. Ja, man muss ja messen. Und wir sagen du. Ist das okay? Gut. Hallo. Oder sollen wir jetzt beim Sie bleiben den ganzen Abend? Okay, gut, dann bleiben wir beim Sie. Also, wir haben was vor.
Wir wollen sprechen über Lean UX und Co., neue Anforderungen, ich habe es auch stehen, neue Anforderungen, alte Agenturen, Strukturen, was das genau ist. Das möchte ich gleich sagen. Klickst du mal einmal weiter? Der Klicker. Da ist er, du. So, dann kann ich uns nämlich vorstellen. Wir sind in einer Agentur tätig, Kamao heißt die in Darmstadt. Und der Heiko ist in meinem Kreationsteam. Heiko ist Senior AD, ist seit 4 Jahren bei uns. Und mein Name ist Thomas Klose, ich bin der Creative Director. Und was wir machen wollen heute ist, wir wollen, das ist auch schön, dass ihr bisher noch keine Fragen gestellt habt, denn jetzt seid ihr gefordert. Wir wollen nämlich mit euch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie diese Lean UX und agile Arbeitsmethoden und so weiter, wie die vielleicht zukünftig in den Agenturalltag finden können. Denn wir haben so ein bisschen festgestellt, dass das nicht gar nicht so einfach ist. Diese agilen Arbeitsweisen kommen sehr viel aus zusammengewürfelten Teams, aus Teams, die, sehr viel aus Freelancern vielleicht auch zusammengestellt sind und klassische Agenturen, wie wir es eine sind, die haben das Problem, dass sie ganz klassisch noch aufgestellt sind. Wir haben eine Kreation, wir haben eine Konzeption, wir haben eine Technology und wir haben aber auf der anderen Seite die Anforderung von den Agenturen, von den Kunden oft, dass wir sowohl im klassischen Wasserfall arbeiten sollen und müssen, als auch die Herausforderung, dann immer mal wieder auch in agilen Arbeitsweisen zu arbeiten. Der Heiko kann da gleich mal ein bisschen was von erzählen, wenn wir sind teilweise dann außer Haus oder auch im Haus für andere, für Kunden tätig in zusammengewürfelten Teams, wo wir dann Designer ausleihen auch und kennen sozusagen dadurch beide Seiten. Und wir wollen mit euch gemeinsam so ein bisschen mal Erfahrungsaustausch machen, mal gucken, wo stehen wir da momentan? Wo gibt es da vielleicht Möglichkeiten, wie man besser werden kann? Und wie macht ihr das? Wie machen wir das? Wo sind da überhaupt die Reibungspunkte? Es gibt so ein paar Dinge, die relativ auf der Hand liegen. Ich habe gerade gedacht, weil ihr alle da hinguckt, ob da irgendwas Neues steht. Ich glaube, wir haben nämlich nur 2 Folien. Genau. Wir haben super wenig Folien, also nur 2. Wir dachten, das beschleunigt und beeinflusst die User Experience des Vortrags ungemein. Genau. Das soll wirklich so eine offene Diskussion so ein bisschen werden. Wir versuchen es einfach mal. Wie gesagt, wir haben so, also ganz einfache Sache, der Kunde kommt zu uns und möchte für uns was gemacht bekommen. In der Regel ist das dann auch mal mit Design oder Konzeption verbunden und wenn wir das agil machen würden, dann haben wir das Problem oft, dass wir ihm einen Preis nennen müssen, am Anfang schon aber. Also der Kunde kommt zu uns und sagt, also er möchte das und das haben und dann müssten wir ihm sagen, ja, wir können noch nicht so genau sagen, was das kostet. Weil du hast ja irgendwie auch zwar gesagt, was du willst, aber wir wissen ja noch gar nicht, ist das wirklich, entspricht das dem echten Zielbild oder ist das, was ist überhaupt ein Zielbild? Das müssen wir dem Kunden auch erstmal erklären. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Das heißt, die Herausforderung an Agenturen ist, in agilen Arbeitsumgebungen arbeiten zu müssen. Oftmals sind sie aber noch nicht so aufgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht direkt mal die erste Frage an euch. Kennt ihr das Problem auch oder ist euch das jetzt völlig unbekannt? Wer war die zarte Stimme? Ganz ja, ganz junger Praktikant. Der Mann mit dem Bart hat sich gemeldet. Das war bestimmt nicht der, der hier gerufen hat. Aber haben wir da ein Mikro? Können wir da? Nein. Doch. Haben wir noch ein Mikro? Oder nicht? Nee. Wir haben alle beide okkupiert, glaube ich. Haben wir jetzt beide Mikros? Ich sehe. Ah doch, da kommt jemand, oder? Nee, okay, dann soll ich... Er kommt nur, aber wir haben kein Mikro. Okay, gut, dann machen wir das jetzt zusammen. Und also, kennt ihr das Problem? Ja, ich sitze auf der anderen Seite nämlich. Deshalb kenne ich das Problem von der Agentur. Also Kundenseite? Ja. Sehr schön. Schilder mal. wir nennen es vorzugsweise mal KVAs von den Kunden. Näher an den Mund. Ah, okay. So, Entschuldigung. Oh, Mann. Gerade nochmal wiederholen. Vielleicht ja, wir kennen das Problem auch, wenn wir den Kunden wenn wir die Agentur anfragen, weil wir irgendwas haben. Dass da immer kommt, ja, KVA können wir erstellen und danach kommt
die richtigen Kosten und ja. Mehr darf ich nicht sagen, nein. Es ist in der Tat immer wieder ein wiederkehrendes Problem aus eigener Erfahrung. Der Kunde will ein Produkt XY möglichst zu einem Preis YZ, den er sich so vorstellt. Und unsere Erfahrung in der Agentur ist auch die, dass er sogar manchmal vielleicht sich, eigentlich weiß er gar nicht, was er wirklich braucht. Also er meint, was zu brauchen. Unsere Aufgabe als Agentur ist es dann auch, ihn entsprechend zu beraten. Also wenn er die Konversionsrate erhöhen will von einem bestehenden Produkt zum Beispiel. Und daraus ergibt sich eine Problemstellung und die muss man natürlich lösen. Auf der Suche nach diesem Lösungsweg hat man eben diese agile Methoden zur Auswahl. Ich habe eine Idee dazu. Gerne. Wie wäre es denn, wenn ihr mit dem Kunden gemeinsam einen Workshop macht? Dieser Workshop kostet einen Preis X. In dem Workshop findet ihr gemeinsam mit dem Kunden heraus, was der Kunde sich wünscht. Und anschließend macht ihr dem Kunden zwei Preisvorschläge. Einen relativ günstigen und einen, sag ich mal, der relativ teuer ist. Und vermutlich wird das Produkt hinterher zwischen dem Preis sehr günstig und sehr teuer liegen. Aber in dem Workshop findet ihr gemeinsam bezahlt heraus, was der Kunde sich eigentlich vorstellt. Und die Workshop-Zeit lasst ihr euch im Vorfeld bezahlen. Ja, das wäre ein sehr guter Vorschlag. Finden wir auch oft, der Kunde findet es nur oft nicht, weil das Problem ist, dass der Kunde dann sagt, ich weiß doch schon, was ich will und hier steht ja alles, ja, und ihr müsst das doch nur umsetzen. Ja. Oftmals merkt, also natürlich versuchen wir das auch, ja, und wir versuchen auch dann an der Stelle klar zu machen, warum das Sinn macht, warum man auch das Briefing des Kunden hinterfragt. Aber oftmals ist es dann einfach so, dass der Kunde halt sagt, ja, das ist mir egal, wir haben halt nur Betrag X und ich möchte nicht, dass dafür noch der Workshop jetzt drauf geht, weil, wie gesagt, ich weiß ja eigentlich, was ich will und was meine Nutzer wollen und so weiter. Das ist natürlich schon richtig, was du sagst, und wir versuchen es auch in der Regel, aber da liegt natürlich die Herausforderung. Ja? Vielleicht nochmal, um auf diese agilen Arbeitsweisen noch zurückzukommen, es hängt natürlich auch immer davon ab, was der Auftrag letztlich ist. Ne? Was soll man machen? Was soll gemacht werden? Was ist das Problem des Kunden? Wir haben da am Ende nochmal das ist unsere dritte Folie dann, noch eine Grafik, die ist schon da. Guck mal. Damit habt ihr jetzt alle Folien. Nee, wir haben noch eine Danke-Folie am Ende. Damit habt ihr jetzt schon drei Viertel unserer Folien gesehen. Aber hier kann man, Heiko, das kannst du eigentlich ganz gut mal sagen. Gell? Genau, also Mikro an. Bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass es eigentlich spiegelt im Grunde das wider, was uns häufig in der Agentur auch begegnet. Also man hat ein bekanntes Problem oder man hat ein Problem, was man noch nicht kennt. Und wenn man ein bekanntes Problem hat und man kennt sogar die Lösung schon, das ist das klassische Abarbeiten des Briefings, dann ist vielleicht sogar der Wasserfall, der klassische Agenturwasserfall, die richtige Methode. Die agilen Methoden setzen voraus, dass man vielleicht die Lösung einfach nicht kennt, was auch meistens der Fall ist. Dann gibt es eben die agilen Arbeitsmethoden, um sich dem zu nähern. Und die Lean-UX-Methode, die setzt eben noch voraus, dass man diese Annahmen, die man trifft, auch nochmal verifiziert. Und erstmal das Problem wirklich identifiziert. Also das Problem ist unbekannt, die Lösung ist unbekannt und dann wird es ein bisschen haarig. Und das Problem dabei ist oftmals, das dem Besteller, dem Kunden zu erklären und den Kunden auch eben abzuholen. Und wenn das Verständnis da ist, dann kann man sich gemeinsam dieser Lösung eben nähern. Da hinten haben wir eine Frage, vielleicht kann jemand das Mikro dahin bringen. In der Zeit würde ich nochmal was zu diesen Lean-UX-Themen sagen. Also ich weiß nicht, wer hat von Lean UX schon mal was gehört? Mal kurz Hand hoch. Ein paar sind es doch. Das heißt, es geht darum, wie kann man User Experience Design lean gestalten. Da gibt es so 10 Thesen dazu. Und ich würde mal drei davon mal, vier. Ich habe das Mikro mittlerweile. Drei, vier. Also, ja? Zwei. Ja, Norbert, sorry. Muss jetzt noch so lange warten. Wozu?
vier Thesen mal kurz nennen. Die erste These ist, arbeiten Sie in interdisziplinären Teams? Das kann man als Agentur schon noch leisten. Also man muss dann einfach dafür sorgen, dass der Konzepte und der Designer und der Programmierer eng zusammenarbeiten. Arbeiten sie alle an einem Ort? Auch das ist in der Agentur relativ gut möglich. These 5 heißt testen, testen, testen. Da geht es schon los. Ja. Erklärt man dem Kunden, na, ein Drittel des Budgets ist fürs Testen draufgegangen. Doof. Wie ist es mit Testressourcen und Test-Know-how überhaupt? Wenn man das richtig machen will, ist das auch mal nicht ebenso gemacht. Ja, also das muss man schon richtig machen. Wie ist es mit Test-Tools? Also da merkt man schon, da entstehen Aufwände auch für eine Agentur und möglicherweise muss man sogar Strukturen schaffen, die man bis dahin noch nicht hat. Und dann die These 10, finde ich ganz spannend, die heißt nämlich, Scheitern ist das neue Siegen. Und das erklärt mal bitte einem Kunden, wenn ihr sagt, ach, das ist gar nicht so schlimm, dass das noch nicht funktioniert, weil im Gegenteil, es ist sogar gut, sagt der Heiko richtig, weil wir machen einfach noch eine Version. Ja? Kostet halt nochmal so viel, nicht ganz so viel, aber die Hälfte kostet es halt nochmal. Norbert, du hattest noch eine Frage, oder? Aber ich glaube, das schließt so ein bisschen gerade daran an, weil du hast das so schön, oder eure erste Folie war ja, wie war das, neue Strukturen für die alte Agenturwelt, neue Anforderungen an alte Agenturstrukturen. Man muss sich natürlich als Agentur irgendwann mal fragen, was man dann als Agentur so will. Also will ich jetzt einfach ein Dienstleister sein, der jede Anforderung runterrobbt? Oder will ich mehr Beratung machen letzten Endes? Also will ich einen Prozess machen oder will ich eine Seite umsetzen? Wenn ich eine Seite umsetzen will, dann kann der Kunde auch kommen und sagen, ich weiß hier alles genau, was ich will, mach das. Das kann man auch machen, ob das dann erfolgreich ist oder was anderes. Aber ich glaube, das kann für die meisten Agenturen nicht wirklich funktionieren, zumindest ab einer gewissen Größenordnung oder Anspruch, sage ich jetzt einfach mal. Weil letzten Endes gibt es auch schon zu viele gute, günstige Systeme, wo man ziemlich einfach Sachen runterroppen kann, als dass ich das als Agentur anbieten müsste. Und ich glaube, dass der Mehrwert von der Agentur ganz woanders liegt für den Kunden. Und das muss man dem erstmal begreiflich machen. Wenn du sagst, wir sind eine Webseite, setz dir ein WordPress auf, hier hast du noch jemanden, ich vermittle dir einen, der setzt dir in 3 Tagen ein geiles Template um. Da hast du deine Seite, hau deinen Content rein und gut ist, du weißt ja, was du willst. Und wenn das der Anspruch des Kunden ist, dann muss man vielleicht auch als Agentur den ziehen lassen oder den halt so entsprechend auf den Pfad bringen. Absolut richtig, ja. Also das ist natürlich ein Punkt, wo sie die Agentur ihr Know-how, ihr Feld und du hast natürlich völlig recht, dass man, wenn man nicht der reine Umsetzer sein will, natürlich entsprechend auch Beratung anbietet oder bei der Beratung natürlich ansetzt. Klar, voll gekauft, aber es geht ja auch darum, wo liegt darin die Herausforderung und ich glaube auch, dass es bedeutet für Agenturen, dass sie sich entscheiden müssen, in welchem Bereich, in welchem Feld wollen sie tätig sein. Wollen sie alles machen, ja, dann muss man wahrscheinlich damit leben, dass man immer mal auch wieder der Umsetzer nur ist, aber wenn man seinen Schwerpunkt oder man muss dann andererseits seinen Schwerpunkt dann entsprechend setzen. Ne? Man muss sagen, okay, unser Schwerpunkt liegt auf Beratung, wir suchen uns vielleicht externe Umsetzer oder so oder wir gehen nur bis zu einem gewissen Punkt oder wir bauen uns das Know-how von A bis Z auf und können alles gut anbieten. Das ist natürlich auch kann auch eine Strategie sein. Ne? Ich würde gerne nochmal auf den... Ach, der Martin ist auch da. Ja. Auf dem eingangs angesprochenen Punkt, was kosten das, zurückkommen, was ja wirklich immer so die Gretchenfrage bei solchen Projekten ist. Und wenn du nochmal kurz zu dem Diagramm zurückkehrst, das ist ja jetzt sehr ideell gedacht, also vom Problem und der Lösung her. Meistens wäre es besser, wenn man an die beiden Achsen das Budget und das, was dafür gemacht werden soll, dran schreiben würde und dann mit bekannt und unbekannt arbeitet, weil das ist schon eher im realistischen Bereich. Und das ist so ein bisschen das, was ich persönlich versuche, bei diesem Erstkontakt mit dem Kunden abzuklopfen. Das ist zwar dann meistens eine Frage, die nicht beantwortet wird, aber die zumindest mal schon eine grobe Richtung vorgeben kann, wo es hingehen kann. Ja, was darf es denn kosten oder was soll es denn kosten oder wie stellen Sie sich das vor? Weil ich denke, die meisten kennen den alten Vergleich. Ja, eine Webseite, das ist wie so ein Auto. Da gibt es alles vom Fiat Panda bis zum SLR. Und ohne eine Budgetvorstellung ist da relativ wenig
zielgerichtetes Arbeiten möglich? Genau da liegt das Problem meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, weil es ist eben ein Trugschluss, dass es so ist wie beim Autokaufen. Der Kunde möchte einen Mercedes-Benz haben, am Ende kriegt er von der Agentur einen Fiat Panda. Das kommt oft vor. Und hat er den Benz, im schlimmsten Fall hat er sogar nicht nur den Benz bezahlt, sondern einen Rolls-Royce bezahlt. Und den Chauffeur muss er auch selbst machen. Also das nur am Rande. Wenn man als beispielsweise als Star, viele, viele kleine Agenturen oder Freelancer-Teams sind in der Lage, relativ agil zu agieren, indem sie dem Kunden ein MVP präsentieren. Also sie zeigen ihnen, genau, es ist ein Minimal Valuable Product und er kriegt im Grunde eine App, die funktioniert, die ist sehr gering vom Funktionsumfang, wir haben es vorhin am Beispiel haben wir es gesehen und sie wird peu à peu weiterentwickelt und das ist und diesen Spagat müssen Agenturen, glaube ich, auch in der Lage sein hinzukriegen und das ist das, was ich gerade mit diesem Diagramm, das ich sage es nochmal dazu, von einem René Preußer geklaut habe, online geklaut habe, ganz gut drin sehe. Und letzten Endes ist es oft so, wenn wir dem Kunden klar machen können, dass das, wenn wir viel testen oder wenn wir ihm, bevor er mit dem Ding, mit dem, was auch immer er produzieren möchte, bevor er das ausrollt, es ist einfacher, auf dem Stück Papier ein bisschen was auszuradieren, als später mit dem Vorschlaghammer das ganze Ding wieder einzureißen. Und an der Stelle kommen natürlich auch die Kosten ins Spiel, was du gebracht hast. Also wenn wir ihm klar machen können, dass letzten Endes er durch ein geringeres Produkt oder durch ein kleiner aufgesetztes Produkt eher zu seinem Ziel kommt und auch eher den monetären Gewinn hat, dann haben wir schon mal was gewonnen. Weil dann hat er Geld gespart, er kriegt am Ende wahrscheinlich sogar sein Mercedes, nur ist es halt am Anfang ein sehr kleiner Mercedes. Der kann auch vielleicht nicht mehr als nur geradeaus fahren, aber das kann er ziemlich gut. Und während der Fiat Panda, der kommt vielleicht noch nicht mal mehr vom Fleck, er hat aber dafür den Mercedes-Benz bezahlt und das ist dann das Problem dabei. Wir haben noch eine Frage, glaube ich. Ja, ich habe das Mikro. Zwei. Ja, also ich muss auch öfters mal was kalkulieren und KVAs machen und mein größtes Problem ist dabei, nicht einen Preis rauszukriegen, sondern auf bestehende Erfahrungen zurückzugreifen. Ich glaube, 90% der umgesetzten Projekte sind einfach schon mal gemacht worden und wenn man das sammeln könnte, also ich spreche mal von der KVA-App mit einem lustigen Machine Learning-Algorithmus dahinter, würde man bestimmt 90-95% dieser Probleme lösen und out of the box halbwegs hinschätzen. Dann bräuchte man nicht immer von vorne anfangen zu schätzen und leg ganz grob in der Price Range. Ist ein bisschen kontrovers, okay, aber passt auch nicht ganz zum Kreationsthema, aber ich glaube, es trifft auch ein bisschen den Kern. Darf ich fragen, bist du auf Agenturseite oder Kundenseite? Klang nach Agenturseite. Ich bin Agenturseite, ja. Okay. Da werden dir jetzt natürlich alle Account- und Projektmanager die Hände und Füße küssen für diese App, wenn es die denn gäbe. Also vielleicht ist es ja ein Startup-Thema für dich. Aber es ist ja nicht so, dass wir immer bei Null anfangen. Also in der Regel ist es so, und das versuchen wir zum Beispiel im Kreationsteam auf alle Fälle immer so zu machen, dass wir natürlich erstmal Leute schätzen lassen, die es nachher auch ausführen. Das ist eh klar. Dann versuchen wir es, Leute zu schätzen zu lassen, in der Regel die, oder zumindest nochmal Vier-Augen-Prinzip mit Leuten zu machen, die seniorig sind, das heißt, die das in der Regel vielleicht schon mal gemacht haben und dann auch einschätzen können, okay, auf der, das habe ich da und da schon mal gemacht und da kann ich zumindest sagen, das sind keine 20 und keine 25 Tage, sondern es sind 5 Tage oder sagen wir mal zwischen 3 und 5 Tagen. Ne? Und also das ist auf jeden Fall natürlich, so, das versuchen wir. Ja. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen spät, allerdings weiß ich nicht, wir haben auch relativ früh angefangen. Also ich meine, wir waren ja vor der Zeit. Ne? Ja, das ist richtig. Wir können ja auch die Leute fragen, ob wir noch weiter. Wir würden vorschlagen, wir machen noch, falls jemand eine akute Frage hat, würde ich die mit reinnehmen. Da hinten ist noch eine Handmeldung, dann geben wir noch eine Frage Norbert, frei. Nochmal. Und genau. Dann müsst ihr leider aufhören. Ich kann
dann vielleicht noch kurzes Fazit, was wir uns gezogen haben, dann sagen. Vor der Norbert was sagt soll. Ja. Gut, bis ihr euch geeinigt habt, sage ich nochmal. Also für, aus unserer Sicht ist es wichtig für Agenturen einfach auf, auch auf das jetzt natürlich arg verkürzt aufgrund der Zeit, aber ja, wichtig auch jetzt als Agentur flexibel zu bleiben, sich diesen Methoden und Workflows nicht zu versperren, sondern sich denen zu stellen, weil es ist nun mal so, dass wir auch in Konkurrenz zu Freelancer-Teams stehen und an der Stelle einfach gucken müssen, wo bleiben wir da. Offen bleiben, die Möglichkeiten und den Raum schaffen, sprich die Teams nah zusammenbringen, die räumliche Nähe schaffen und versuchen, Möglichkeiten räumlicher Nähe herzustellen, Begegnungspunkte zu schaffen, vielleicht immer wieder in den in den normalen Projekten auch eine Nähe herzustellen, wie sie in agilen Teams üblich ist. Und ich glaube, es trifft natürlich genauso auf die Tools zu. Ja, also Photoshop wird zwar immer noch genutzt, aber es gibt mittlerweile sehr, sehr viele andere Tools, Sketch und so weiter, die ganzen Edge-Tools, die ermöglichen auch anders und agiler zu gestalten. Auch das schauen wir uns an und das sollte man aus unserer Ansicht auch als Agentur auch tun. Und als letztes muss man das, glaube ich, auch als Agentur unternehmerisch denken. Also man muss das quasi top-down auch, um mal ein Buzzword zu nennen, auch noch, also quasi in der Agentur verankern. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was wir gezogen haben. Man muss da sehr, sehr flexibel bleiben. Vielleicht gerade, dann sind es zwei ganz kurze Sachen, weil das eine gerade akut war, weil du hast eben gesagt, 25 Tage, und da sagt der Senior gemacht 5. Unsere Erfahrung ist letzten Endes, je genauer man schätzen muss, desto härter wird es, nachher auch in der Umsetzung. Das heißt, wenn man sich eine gewisse Großzügigkeit lässt, dann hat man auch ein bisschen Möglichkeit, da drin zu spielen, auch flexibel mit dem Kunden da drin umzugehen, weil wenn ich das auf Stundenbasis runterbreche, kann man es vielleicht auch mal machen, wenn ich irgendein Modul habe oder so, aber das ist dann extrem hart, da drin zu bleiben, weil das auch zu begründen, ob das eine Stunde oder anderthalb oder zwei dauert, das kann kein Mensch eigentlich so genau sagen. Und die andere, was ich noch sagen wollte, die Frage an den Kunden ist ja auch letzten Endes auch wiederum, was sucht der? Sucht der eben für ein Projekt eine Agentur oder sucht der einen Partner für einen langen Zeitraum? Und wenn er einen Partner für einen langen Zeitraum sucht, dann kann man natürlich auch ganz anders starten und auch so ein bisschen Kennenlernbonus noch mit reinbauen und letzten Endes auch einfach das Ganze testen etc., das kriegt ihr dann quasi ja schon selbst mit im Rahmen von solchen Prozessen, die dann da ablaufen. Und ich glaube, du hast es auch gesagt, möglichst nah einbinden in die ganze Kiste, weil dann sieht ihr sowieso ziemlich schnell, was da so abgeht. Genau, also das war das, was wir uns auch bei vielen Kunden schon vorgestellt haben und was auch mit vielen Kunden bei uns schon passiert ist. Deswegen passt es auch wieder auf dieses kleine Diagrammchen. Es hängt auch immer vom Projekt ab, immer vom Kontext ab und entscheidend ist letzten Endes, was dann im Zusammenarbeit mit dem Kunden dabei rauskommt. Vielleicht noch kurz ein Schlusswort zur Interdisziplinarität dieser Teams, die in kleinen Agenturen, in großen Agenturen auch immer wieder zusammenspielen. Also ein bisschen finde ich, also für mich als Fußballfan, also ich mag Fußball, ist es so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft. Früher war es so, da waren die Positionen irgendwie eindeutig, da gab es einen Mittelstürmer, da gab es einen Ausputzer, Libero, Mittelfeldspieler und heute haben wir nicht mehr den Libero, heute haben wir Manu den Libero, der ist eigentlich Torwart. Wir haben den Stürmer, der ist eigentlich nie mehr der Mittelstürmer, sondern der lässt sich auch mal ins Mittelfeld zurückfallen und macht die Abwehrarbeit. So. Und diesen Übertrag kann man eigentlich auf die Design-Teams bringen. Wir haben es vorhin gehört im Vortrag, wir machen alle Design, ob wir wollen oder nicht. Man kann nicht designen, wir können nicht kommunizieren, wir können auch nicht UX machen. Also müssen wir gucken, dass wir es irgendwie gut machen. Und das ist der Entwickler, der macht genauso UX, der Kunde macht UX, der Designer macht UX, der Konzepter macht UX oder UX. Und nur im Zusammenspiel, wenn jeder so ein bisschen flexibler wird, agiler wird, dann wird auch was, glaube ich, was Gutes draus. Und das ist die Herausforderung, in der wir uns alle stellen innerhalb der Agentur, auch beim Kunden selbst. Und dann kannst du was werden. Also das war jetzt. So ist er immer. Gibt es Fragen? Nein. Das war jetzt das Paradebeispiel für ein wenig in der Zeit verschätzt. Aber nur ein bisschen.
Also wir haben es geschafft, unsere 15 Minuten Puffer wieder aufzubrauchen hier. War extrem gut. Ich dachte, das sollten... Nein, egal. Danke für den Vortrag. Ich würde nochmal um Applaus bitten. Und dann haben wir als nächstes den Eldar, der auf die Bühne soll. Und bevor ihr euch wundert, er wird den Vortrag kurz in Englisch halten. Also nicht denken, dass ihr jetzt irgendwo falsch seid oder das Getränk nicht gut war, sondern ist einfach nur Englisch. Daher den Eldar bitte gerade auf die Bühne. Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, er kommt schon. Sehr gut. Einen kleinen Applaus. Und dann einmal das Mikro für den Eldar, bitte. In German. That's why that was my first presentation in German here. It was about 1 year ago, in April. So actually, this is a nice format, the spotlight. And what I would like to share with you is not the design or functionality, but it's something that actually important for everything. It's used to every topic, and I will share with you. I will show you. Our baby, I just counted it, it was about like 9-10 months. Everything is actually started here when I presented my presentation. So everything started from my Lux Relhin. I presented my idea that the big data could be used by small companies as well, and as an example, it was just this Lux Relhin. I hope you enjoyed that time. I think we need to continue this tradition. I had always an idea. I was interested in the data last year, and I wanted to do something with it. I was enjoyed, and I didn't know where to start. I wanted to find the people who are interested in data and they want something to do with it. And I met a team of glorious individuals, glorious people, the TEDx RheinMain team, and joined them. This is a picture from the last TEDx RheinMain event in Darmstadt, Isar. We decided to do something with the data, and we worked on the ideas, and we came to the final point that we will actually organize it. And today I'm happy to present you our baby. It's called Datanauts, Decoding the Future. It's going to be a TEDx RheinMain Salon in September this year. And this will be about the people who are doing, who are using data in an interesting, innovative way to change the world, and the people that we hope will inspire the whole TEDx RheinMain community and not only. Then we decided that event is nice, but we would like to do more than that. And we decided to do with the help of our partners, to organize a competition, and that's the main point why I'm here. I would like to announce that we are doing some interesting stuff in RheinMain, and the competition will be about submitting the ideas which are related to the data. It could be like any kind of ideas, and it could be people like the students, the data scientists, or just people who has a hobby to do something with the data. And all of these people can submit their ideas, and the workflow will be very simple. It will be from the whole submission pool will be 10 ideas chosen, and then from these 10 ideas, 5 will be prototype. And the best winner idea and prototype of these 5 will be a speaker at TEDx RheinMain Datanauts event. So if you will help us to spread the word, because we would like to see as much more people as possible from the RheinMain, and there are many interesting stuff right now happening which are relating to the data. For example, the open data for Frankfurt community, it launched last week.
We would like to help Frankfurt and Rhein-Main to be a data smart region, data smart cities, and Rhein-Main rocks. Thank you. Ganz schnell eine Frage. Keine Frage. Wunderbar. Wir sind nämlich wieder gut in der Zeit. Mist, da ist doch einer. Einmal Mikrofon nach dahin. Can you tell us which is the relationship to Deutsche Nationalbibliothek? Yeah, actually, these are the logos, not all of our partners that are helping us to organize this event and competition. All of these companies, they are our data partners or technical partners. For example, Deutsche Nationalbibliothek, they are in the category culture, and they are providing their data, which their competitors, so the people who has ideas, they can use this data to make some prototype of it. To come with the idea, as well as Lufthansa and Eutelsat with this weather station data, and as you can see here, Tableau, SIS, they are our technical partners. Okay, sorry, aber es ist nur ein Spotlight und wir sind sonst wieder so spät. Vielen Dank. Thanks. Danke. Applaus bitte. Und keine Angst, die Speaker laufen für gewöhnlich nicht weg. Die Tür ist zu. So, ja noch. Dann kommen wir zu unserem letzten Vortrag für heute. Das Quäntchen und das Glück auf die Bühne bitte. Tobias, Anna und Philipp wollen uns kurz, naja, den Rest des Abends noch mit ein bisschen Informationen versorgen. Also einmal Applaus und auf die Bühne mit den dreien. Hallo? Ich glaube schon. Hallo Webmontag oder wie man hier neuerdings zu sagen scheint, sehr geehrte Damen und Herren. Wir reden über das Testessen und ihr kennt dieses Mantra, ihr habt es heute häufig gehört, test early, test often. Aber man kann zwar nicht designen, aber man kann sehr wohl nicht testen. Und das haben wir festgestellt, passiert uns im Alltag häufig. Es hat verschiedenste Gründe. Kunden wollen nicht dafür zahlen. Es ist nicht tief genug im Workflow verankert. Wir sind nicht lean genug, nicht agil genug. Wir machen es nicht. Es gibt zig Gründe, nicht zu testen. Und mit diesem Problem ist vor einiger Zeit der Philipp auf uns zugekommen, damals noch bei Flink. Die hat nämlich auch dieses Problem, nicht zu viel testen, und er hat aber gesagt, es gibt so diese These, wir testen nicht genug, und andere Leute haben bestimmt auch dieses Problem, und ja, da haben wir so eine alte Regel in der Agentur, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus. Das haben wir beim Workshopper, den vielleicht einige kennen, auch schon so gemacht. Opa hatte ein Problem, er hat Facebook nicht verstanden, wir haben eine Flasche Äppler geholt, wir haben die getrunken, haben ihm Facebook erklärt, Party, Opa schlauer, so, ja. Jetzt selbes Prinzip, Leute testen nicht, also was machen wir? Wir kaufen Bier, ja. Und versuchen sie mit Alkohol und Pizza dazu noch zu ködern, mehr zu testen. Deswegen kann man sagen, das Usability-Testessen ist auf eine simple Formel herunterzubrechen, Pizza plus Bier plus ihr gleich Usability-Testessen. Die ganze Geschichte funktioniert folgendermaßen. Alle 2 Monate sind wir in einer liebenswürdigen Agentur oder einem liebenswürdigen Unternehmen, was Pizza und Bier für rund 30 bis 40 Personen spendiert und testen dort Produkte. Also jeder, der sich anmeldet, kann entweder ein Produkt mitbringen und das testen lassen, oder man kann einfach kommen und diese Produkte testen. Wie funktioniert das genau? Also wir haben meistens so rund 10 Teststationen, also das heißt, die verteilen sich auf die verschiedenen Büros. Entweder haben sie eine App dabei, manchmal ein Paper-Prototyping,
in verschiedensten Aggregatzuständen Produkte mitgebracht, die an diesen Stationen getestet werden können. Wir haben, das ist so die, nach so 5 Testessen hat sich für uns so die perfekte Mischung ergeben, dass wir so ein 2:1 Verhältnis haben. Das heißt, auf eine Teststation kommen 2 Tester. Diese Teams werden auch immer willkürlich zusammengewürfelt. Und dann läuft es wie so Speed-Dating ab. Also das heißt, alle 12 Minuten plärrt jemand rum und sagt, jetzt geht's weiter. Also alle 12 Minuten wechselt dieses Testteam dann zur nächsten Station. Sodass man an dem Abend ganz viele Produkte getestet hat und wiederum als jemand, der ein Produkt mitgebracht hat, ganz viele Tester zu Besuch hatte. So sieht das dann aus. Also hier, das war bei Kamau, danke nochmal, dass wir bei euch sein durften. Was glaubt ihr, was testet die Fania da? Es war ein Online-Shop für Grabsteine. Ja, und der Jakob gibt heiße Tipps und erzählt, was er. Es war wirklich so ein Paper-Prototyping noch und selbst in solchen einfachen Zuständen kann man schon ganz viele Sachen in Sachen Usability und User Experience rausfinden. Also das ist so eine typische Testessen-Szene. Was haben wir schon alles gefuttert? Wir haben schon Websites getestet, wir haben schon Apps getestet, wir haben Facebook-Ads getestet, also welche funktionieren besser, welche bleiben besser in Erinnerung. Wir haben TV-Apps getestet, E-Book-Reader, Icons, auch super interessant gewesen, wenn man Icons entwickelt, welche verstehen die Leute, welche Icons verstehen die Leute nicht. Wir haben sogar schon Geschäftsideen getestet und Texte auf Verständlichkeit. Also man kann alles testen, man kann alles besser machen und das ist eine große Freude zu sehen, wie das von Mal zu Mal spannendere Unternehmen kommen, spannendere Produkte kommen und das macht uns große, große Freude. Genau, und wie das im Detail aussieht, das erklärt euch der Philipp. Ich habe hier drüben auch Rampenlicht, oder? Genau, also ihr habt schon das Bild gesehen von der Fania gerade, vom Jakob. Das Ganze ist ja also auf 12 Minuten beschränkt und es muss relativ schnell gehen. Und an diesem Abend hat man halt die Möglichkeit, so die wichtigsten Sachen abzutesten. Irgendwie versteht der Nutzer meine Grundidee, meine App oder meine Webseite. Und was wir dafür verwenden, ist die sogenannte Thinking Aloud Methode. Die ist nämlich zum einen total robust und total günstig einzusetzen. Das bedeutet, ich brauche irgendwie keinen großen Aufwand zu betreiben und ich brauche auch nicht viel Vorbereitungszeit. Und das demonstrieren wir euch jetzt einfach mal. Ich brauche einen, der freiwillig sich an den Computer da vorne stellt und mit mir so einen Test macht. Und das bedeutet nicht, dass ihr getestet werdet, sondern es bedeutet, dass wir jetzt eine Webseite testen, live vor allem. Und dann bekommt ihr vielleicht mal so ein bisschen mit, wie so ein Test abläuft und dass man das mit ein bisschen Übung auch seine eigenen Produkte so testen kann. Wer möchte? Hände hoch. Wer traut sich? Ja, genau, wir haben Bier dabei, gut, da hinten ist eine Hand. Ja, sehr gut. Wichtig ist, dass es irgendwie, Dankeschön. Du darfst da an den Rechner gehen, vielleicht macht ihr schon mal irgendwie den Webbrowser auf oder so, vielleicht bekommt ihr das hin. Derweil erzähle ich noch kurz was, es geht vor allem darum, Thinking Aloud Methode, es geht darum, dass ihr den Nutzer, der euer Produkt testet, zum Reden bekommt. Dass ihr es hinbekommt, dass das, was er gerade im Kopf hat, das, was er als nächstes tun möchte, dass er das laut ausspricht und ihr quasi so ein bisschen seine Gedankenwelt mitbekommt. Und daraus könnt ihr sehr gut, das Bier gibt es erst danach. Genau, funktioniert der Mikrofon, das brauchen wir gleich. Geht's, ja. Sehr gut. Genau, also darum geht's ein bisschen. Wie gesagt, nicht du wirst getestet, sondern die Webseite. Du bekommst gleich von mir eine relativ klare Aufgabe und die sollst du einfach versuchen zu lösen und versuchen immer, wenn du was tust auf der Webseite oder wenn du das erstmal irgendwas siehst, das uns allen mitzuteilen. Mhm. Und zwar lautet die Aufgabe, gehe auf www.aufkleberdealer.de. Und, also das ist jetzt der erste Teil der Aufgabe, aber deine wahre Aufgabe ist, ich weiß nicht, bist du mit dem Auto angereist? Nein, öffentlich.
Okay, aber stell dir vor, du hast ein Auto und du möchtest einen Aufkleber, ja, oder 10 Aufkleber in dem Fall bestellen, die du so von innen an die Fensterscheibe ja. Kleben kannst. Ja, du hast ein eigenes Design gemacht, das hast du auf deinem Rechner drauf und du möchtest jetzt bei aufkleberdealer.de genau diese Aufgabe bewältigen. Ja, aha. 10, ja, einfach diesen Bestellprozess das bestellen. Und jetzt lasse ich ihn einfach mal machen und hoffe, dass er mir erzählt, was passiert oder was er gerade denkt. Und okay. Funktioniert es? Genau, bitte ohne Bindestrich. Das wäre nämlich meine erste, so schreibt man es mit Bindestrich oder ohne? Ohne, okay. Ja, hier sind wir richtig. Wow, okay. Also diese Reaktion ist jetzt schon mal ein wichtiges Feedback vielleicht. Und da kann ich jetzt nachfragen. Also wichtig ist, dass ihr vielleicht offene Fragen stellt. So, ja, warum hast du jetzt wow gesagt? Was war jetzt da los gerade bei dir? Beeindruckt vom Design. Es ist einfach natürlich erstmal unglaublich viel auf einmal. In der Mitte passiert irgendwas. Es ist natürlich okay, das ist jetzt hier Beamer-Einstellung, also ich sehe rechts auch nicht alles. Oh, was zum Teufel passiert gerade? Cool, ich bin irgendwo... Also, was hast du denn gerade gemacht und was ist cool. passiert? Cool, okay, wenn man hier über die Buttons fährt, dann öffnet sich einfach irgendwas, was sich so halb vor die Seite schiebt. Das ist super unübersichtlich. Und das passiert bei, okay, diesen großen hier oben, ja, passiert das noch irgendwo? Oh, das passiert auch hier... an der Seite so ein bisschen. Also lass ihn vielleicht das ein bisschen ja, so kennenlernen, aber dann dürft ihr gerne auch wieder auf seine Aufgabe hinweisen. Also du willst, wie gesagt, solche Aufkleber, die man von innen an die Fensterscheibe kleben kann. Du hast ein Design gemacht und willst die halt über die bestellen, ja, drucken lassen, bestellen. Okay, ich habe ein eigenes Design gemacht. Das heißt, ich will wahrscheinlich erstmal dieses Design irgendwo hochladen in irgendeiner Art von Maske, damit ich es danach bestellen kann. Richtig? Wo würdest du jetzt als erstes, wo würdest du es vermuten? Tja, irgendwo relativ prominent. Okay, darf ich selbst Nachfragen stellen? Also ist das hier eine Seite, die mir die als Kerngeschäft hat, dass ich meine eigenen Designs hochladen kann, oder ist das nur ein Teil davon? Weil dann würde ich es sehr prominent erwarten. Also, oder weiß ich das nicht? Das ist eine super Situation. Es könnte passieren, dass die Person euch Fragen stellt. Ihr hättet die Person vielleicht vorher darauf aufmerksam machen können, dass ihr sie vielleicht nicht unbedingt beantwortet oder mit Gegenfragen antwortet. Die Gegenfrage wäre jetzt hier, was vermutest du denn, was das Kerngeschäft dieser Seite ist? sehr schwer zu sagen. Sowas notiert ihr euch dann, ja? Ja. Wenn euch die Webseite gehört, ist sowas wichtiges Feedback für euch. Das Kerngeschäft dieser Seite, würde ich sagen, sind Aufkleber aller Art für alles Mögliche. Hier steht schöner Wohnen, hier steht Design und Shop. Oh, hier sah ich ein Auto. Cool. Okay, aber ich habe gerade was gesehen. Hier unten. Oh Gott. Verdammt nochmal. Okay. Irgendwo hier in der Mitte. Aufkleber drucken lassen, Aufkleber Car-Styling Online-Shop. Das wäre meine... Das findest du jetzt interessant? Weil, ja, Car-Styling kommt in der Aufklappe. Ich will Aufkleber und ich will sie für mein Car-Styling. Das ist ein Online-Shop. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was hochladen kann. Wenn ich hier draufklicke, also, passiert... Probier es einfach mal aus, ne? Wenn ich hier draufklicke, passiert gar nichts. Aber, so, jetzt auch wieder wichtiger Punkt. Was hättest du erwartet? Ich hätte erwartet, dass, wenn ich hier draufklicke, sich... eine Subseite mit Aufkleber und Car-Styling öffnet und vielleicht ein Online-Shop. Ah, okay, hat einfach nur ein bisschen gedauert. Oder okay. Ja, vielleicht, also das ist vielleicht auch nur ein Prototyp und irgendwas funktioniert nicht ordentlich. Ja. Hier, super, Schriftaufkleber gestalten. Das sieht so. Theoretisch habe ich sie ja schon gestaltet. Ich würde trotzdem jetzt hier drauf klicken. Warum würdest du jetzt da trotzdem draufklicken? Weil sich eventuell dahinter irgendwo auch ein Button verbirgt für bereits erstelltes Design hochladen. So. Okay. Okay. Ach Gott. Okay, also ich würde jetzt auf jeden Fall mitnehmen, dass du dich ein bisschen überfordert fühlst. Ich würde mitnehmen... Ich würde mitnehmen, dass die Webseite anscheinend nicht irgendwie optimiert ist für die Auflösung. Ja, jetzt darfst du. Um das noch kurz aufzulösen, probieren wir mit Aufkleber und Etiketten drucken, da eins weiter rechts. Geh mal da auf Aufkleber drucken lassen. Oder das...
Was ist jetzt? Mach mal das erste, Aufkleber und Etiketten drucken. Es geht ja immer wieder. Ah, okay. Klick dir mal drauf. Ich dachte, es geht immer so. Wow. Okay, war ich schnell genug? Klick mal drauf. Ich komme mir gerade vor, wie meine Oma oder sowas in der Art, obwohl die wahrscheinlich. Okay. Obwohl die wahrscheinlich technisch irgendwie. Hast du schon geklickt? Ja, mehrfach. Ah, okay. Hey, Moment, okay. Da waren wir doch eben gerade schon. Genau, anscheinend scheint hier etwas von der technischen Seite nicht zu funktionieren. Ja? Also, hoffentlich. So wie es aussieht. Was ich ja eigentlich testen wollte, ist so ein bisschen das Nutzerverhalten. Und da gibt es jetzt theoretisch noch eine Eingabemaske, die auch super verwirrend ist. Aber ich glaube, wir haben bis hierhin schon gezeigt, dass es wichtig ist zu testen mit Leuten, die es ja, am Ende des Tages vielleicht wirklich selber benutzen würden, so einen Dienst, oder vorher schon aussteigen würden. Vielen Dank, du darfst dein Bier mitnehmen, das war's. Und so läuft irgendwie dieser ganze Abend ab. Wenn ihr also ein Produkt wie zum Beispiel diese Webseite mitbringt, dann habt ihr an dem Abend 6 Personen, die das testen. Und ja, ich habe gerade schon ein bisschen zusammengefasst, was wir gelernt haben. Hier ist ein realer Fall, den wir beim letzten Mal hatten. Ich weiß nicht, ob ihr den Online-Shop monagoo.de kennt. Auch ein liebenswertes, nettes Startup. Die haben ihre Webseite getestet bei uns und ihren Checkout-Prozess. Hier seht ihr so einen Warenkorb. Und was wir dort gehighlightet haben, ist eine Eingabemaske, wo man im Checkout-Prozess eine Artikelnummer eingeben kann, um dieses Produkt dem Warenkorb noch hinzuzufügen. Und das Lustige an dieser Geschichte ist eigentlich, dass sie ja, sehr viel schon an Daten haben. Sie machen Click-Tracking. Sie wussten, dass dieses Feld eins der beliebtesten Felder auf der ganzen Webseite ist. Und im Test kam der erste Nutzer an, hat diese Seite geöffnet, hat da reingeklickt und hat gesagt, was ist das für ein Scheiß? Und da war die Antwort gewesen, ja, das ist eine beliebte Funktion bei uns, man kann da was hinzufügen und so weiter und so fort. Beim zweiten und dritten Test ist genau das Gleiche passiert. Und irgendwann fing es dann so ein bisschen an zu ticken bei denen, dass anscheinend dieses Feld ja, nicht vom Nutzer erwartet wird. Die Zahlen, die man aber irgendwie in Analytics sehen konnte, haben irgendeine ganz andere Sprache gesprochen oder man hat sie falsch interpretiert. Das heißt, erst wenn ich wirklich einen echten Nutzer drauf lasse, ja, bekomme ich solche Sachen raus. Also diese Funktion ist jetzt, wenn ihr heute auf die Webseite geht, nicht mehr dort so an dieser Stelle zu sehen, weil sie die Nutzer anscheinend nur verwirrt hat. Ich bin, nachdem ich das erfahren habe, bin ich selber auf diese Webseite gegangen und mir ist genau das Gleiche passiert, obwohl ich wusste, dass dieses Feld dort ist. Und was wir natürlich jetzt nicht wissen, ob die Konversionsrate dadurch jetzt steigt, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Aber das war so ein klassischer Fall, wo man gemerkt hat, okay, es bringt mir was, wenn ich echte Nutzer dran lasse. Und das kriege ich nur raus, wenn ich das tue und nicht nur, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Genau. So, jetzt haben wir für euch ganz nutzerfreundlich nochmal zusammengefasst, warum das Usability-Test-Testen super ist. Bei Grund 8 auf jeden Fall mal besonders zuhören. Jetzt habe ich das hochgeschaltet für den jungen Herrn. Ich bin viel zu klein. Egal, Zehenspitzen. Grund 1. It's fucking science. Man braucht wirklich nicht mehr als 5 Tester, um die gröbsten Fehler seines Produktes rauszufinden. Das beweist auch diese tolle Graph. Das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, den haben wir uns nicht ausgedacht. Jakob Nielsen hat das damals schon getestet. Wann war das? 15 Jahre? Vor 15 Jahren? Ja, also ja. Der Link hier unten, ich glaube, der ist aus 2000. Den könnt ihr euch abschreiben, ganz kurz. Gleich ist die Folie wieder weg. Also, nach 5 Nutzern bin ich... Oh ja, danke. Nach 5 Nutzern habe ich etwa 85% meiner Fehler auf meinem Produkt gefunden. Danach kann ich mein Geld in andere Sachen investieren, zum Beispiel in den nächsten Fehler mit den nächsten 5 Nutzern. Darauf basiert so ein bisschen unser Konzept. Natürlich auch ein super Vorteil, dein Produkt wird besser. Indem du es vielen Leuten zeigst, viele verschiedene Leute darauf gucken lässt und Feedback einholst. Wenn du es nicht machst, dann funktioniert es auch nicht. In unserer Feedback-Runde nach den Testrunden hat wirklich jemand gesagt, erst war Atomkrieg und dann war richtig geil. Sollte bedeuten, dieser Teilnehmer war zuerst sehr überfordert,
davon, dass die Menschen sein Produkt nicht ganz verstanden haben. Und dann hat er gemerkt, ah, es bringt mir was, dass die Menschen das gerade nicht verstehen. Ich kann fleißig mitschreiben und alles verbessern bis zum nächsten Mal. Fini ist da wirklich so eine Welt zusammengebrochen. Ja, er, ne? war kurz vorm Weinen. Also das müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr kommt beim nächsten Testessen und ihr bringt etwas mit, dann seid euch darüber bewusst, dass ihr solche Momente auch erleben werdet. Oder zu 99% der Fälle wird das bei euch so sein. Ja? Ihr werdet nach Hause gehen und denken, was haben wir jetzt die letzten 3 Monate für einen Scheiß entwickelt. Aber ihr seid danach schlauer. Es war auch ein Startup da, das gesagt hat, ich wollte die nächste Runde überhaupt nicht mehr erleben. Ich wollte den Leuten direkt sagen, bleibt weg, kommt gar nicht zu uns. Sie haben es durchgezogen und ich glaube, es hat ihnen was gebracht. Immer gut auch zu einem Usability-Testessen seine Kollegen mitzunehmen. Zum Beispiel den arroganten Designer oder den realitätsfernen Entwickler. Um wirklich diejenigen mal mit dem Nutzer zusammenzubringen, um zu zeigen, ja, das, was du dir da so überlegt hast, funktioniert gar nicht so richtig. Man könnte auch mal einen Kunden mitbringen, so nach dem Motto Fiat Panda und Mercedes-Benz, mal so richtig an dem Nutzer testen. Natürlich auch ein super Ding, man vernetzt sich untereinander, also man lernt super viele Menschen kennen, wenn man mal in so einer Extremsituation gemeinsam war, ein Produkt getestet hat, was vollkommen nicht funktioniert, das schweißt irgendwie zusammen. Man lernt natürlich was daraus und zwar nicht nur über das eigene Produkt, sondern auch über andere Produkte. Es ist auch immer super zu sehen, dass andere Menschen Fehler machen oder andere Menschen Sachen gut machen. Ist auch nicht schlecht für die eigene Arbeit. Manchmal machen wir auch kleine Vorträge vor den Testrunden, einfach so, um so mal ein bisschen theoretisches Wissen zu vermitteln. Natürlich testest du den richtig heißen Scheiß, bevor irgendwas veröffentlicht wird. Also für die Very Early Adopter Cool Kids ist es auch nicht schlecht. Und wenn dein Produkt richtig kacke ist, kannst du immer noch saufen. Kostenlos. Und natürlich ganz viel Pizza essen auch. Also, und was? Nudeln? Ach, jodeln, ja. Ich jodel jetzt nicht. Als Agentur oder Unternehmen kannst du natürlich jetzt super vielen Menschen, die was mit UX und diesem Internet machen, in deine Agentur einladen und zeigen, dass deine Agentur die geilste ist und man bei dir bitte arbeiten soll. Auch nicht schlecht. Und natürlich gibt es endlich mal eine Möglichkeit, ganz oft und ganz früh zu testen, weil es nämlich super einfach ist und man teilweise auch einfach, wenn man zum Beispiel in einem großen Unternehmen mit einer Kantine arbeitet, vielleicht einfach mal so ein kleines Usability-Testessen bei sich im Unternehmen macht und sagt, Leute, ich gebe euch heute Mittag euer Mittagessen aus, testet doch bitte mal alle unser neues Produkt und sagt mir, wie ihr das findet. Also es ist ein Konzept, was man auch ins Kleine anwenden kann und gar nicht zu unseren Usability-Testessen rennen muss, sondern die Idee sich schnappen, wir sind da nicht böse drum, und bei sich anwenden. Denn wir sind noch lange nicht satt. Wir haben noch fürchterlich Hunger. Wir möchten das Usability-Testessen in die Welt tragen und wir möchten nicht überall Usability-Testessen organisieren, sondern wir möchten, dass ihr das macht. Das ist nämlich total einfach. Es braucht gar nicht viel dazu. Die Menschen kommen von alleine, haben wir gemerkt, und wir haben mittlerweile so viele Anmeldungen, dass wir die bei uns gar nicht alle unterkriegen. Deswegen ist Team Darmstadt, das sind übrigens wir haben uns noch nicht vorgestellt, wir Unhöflichen. Das ist der Philipp, der Tobi und ich. Wir sind Team Darmstadt und hätten nichts dagegen, wenn es mal ein Team Wiesbaden gibt oder ein Team Mainz, von mir aus auch ein Team Frankfurt. Also wenn ihr Bock habt, kommt auf uns zu. Wir haben Sachen, die wir euch in die Hand drücken können, damit ihr euer eigenes Usability-Testessen machen könnt. Und tada! Das nächste Usability-Testessen, wenn ihr Bock habt, wir starten mal so in Frankfurt unseren ersten Gehversuch am 5. März um 19 Uhr im Social Impact Lab. Danke an Monagu, diesen freundlichen Online-Shop, dass sie uns das Social Impact Lab zur Verfügung stellen. Ja. Genau, da seid ihr dann alle eingeladen. Es funktioniert bei uns folgendermaßen, das ist der Termin. Die Anmeldung öffnet so eine Woche vorher ungefähr. Wir haben eine Webseite, usability-testessen.de. Da könnt ihr euch dann anmelden und dann könnt ihr vorbeikommen und dann könnt ihr Leute, die zum Beispiel was zum Testen mitbringen, die werden bevorzugt, ja, die Plätze sind rar. Mhm. Das heißt, wenn ihr was habt und testen wollt, dann seid ihr herzlich willkommen
Und das ist, wie gesagt, unser erster Versuch in Frankfurt. Wir sind sehr gespannt auf euch und dass ihr es weitertragt und auf andere Leute, die das auch ausrichten wollen. Genau, quatscht uns einfach an. So, bevor ihr verschwindet, gibt es noch Fragen? Fragen, 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 Fragen? Außer, dass ihr Hunger habt vielleicht? Nicht? Oh, da, doch, da vorne ist eine. Einmal die Frage noch. Wo? Ja, ich glaube, wir waren uns hier einig, dass die Idee super geil ist, aber wir wundern uns, wieso ihr die Agenturen bezahlen lasst und nicht die, die ihr Produkt testen lassen. Also es klingt so, als würde die Agentur letztlich das alles stellen, oder? Also wir haben das uns so gedacht, dass es dadurch, dass wir jedes Mal woanders sind, ist es einfach fair verteilt. Also es kann ja jeder kommen und das tut nicht weh, einmal im Jahr für 30 Leute ein bisschen Bier zu besorgen und ein bisschen Pizza zu besorgen. Und das wäre von uns auch vom Organisationsaufwand viel komplizierter für allen, die dort was testen lassen, Geld einzusammeln. Und das ist so, ist es ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Und die Agenturen kriegen natürlich Logenplätze und können ihre Produkte auch testen lassen. Also das hat sich für uns in der Orga als einfacher erwiesen. Und insofern nochmal Mut machen, macht das, denn es ist wirklich kein derber großer Orga-Aufwand. Überschaubar. Und wir versuchen das mit so vielen Materialien zu geben, dass es noch einfacher wird. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen, also ich war hinten. Hi. Ich war bei euch ja auch schon mal mit einem eigenen Produkt. Das ist auch schon eine Weile her, leider. Und ich kann einfach nur sagen, für mich war es so, da ich ein kleines Startup bin, wir haben jetzt nicht die großen Summen und an der Stelle ist man super dankbar, einfach, dass man das an der Stelle machen kann, weil wir einfach nicht den Zugang zu diesen großen Testschuppen haben, wo man jetzt nicht irgendwelche Probanden aus irgendeiner Kartei raussuchen lassen muss, sondern man kann da einfach hingehen und die Leute einfach mal, die sich dazu bereit erklären, das einfach mal kurz zu machen, fragen, wie sie mit der Webseite klarkommen. Und ich habe an dem Abend super viel rausgezogen. Das waren ganz praktische, auch überwiegend sehr klare Dinge, die man vielleicht auch hätte selbst sehen können, aber irgendwann ist man so betriebsblind, dass man es überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Und an der Stelle, ich war super, super dankbar und ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Vielen Dank. So, dann schließen wir die Vortragsrunde. Ich gehe nachher Grabsteine shoppen. Wusste nicht, dass das geht und ich kenne ein paar Leute, die brauchen bestimmt bald einen. So, keine Angst, niemand von hier, außer ihr geht jetzt. Also, das war unser Februar-Webmontag. Wir möchten uns an dieser Stelle mal wieder bei unseren Sponsoren bedanken, in dem Fall auch der Brotfabrik als Location. Spendierer hier, ist ja gemütlich hier. Die Sponsoren, die wir haben, hatten wir vorhin schon mal kurz ein bisschen angerissen. Es sind immer noch dieselben. Und natürlich, wir suchen weitere. Also, wenn jemand Lust hat, den Webmontag zu sponsoren, wenn es einem hier gefallen hat, ich weiß nicht, ob Bier und Pizza jetzt hier angebracht ist, aber es gibt bestimmt andere Sachen, wo man sich einig werden kann. Sprecht uns an. Wir suchen Leute, die irgendwie Lust haben, diesen Webmontag weiter rauszutragen, zu unterstützen, zu supporten, mit eigenen Ideen auch gerne zu füllen. Wir sind dafür fast alles zu haben. Natürlich, wir in dem Fall Team, würde ich gerade bei der Gelegenheit mal alle, die gerade nichts zu tun haben, bitten, auf die Bühne zu kommen. All dieweil dieser Webmontag basiert nicht auf mir und auf Vortragenden, sondern auf einem gigantisch guten Team, das in der letzten Zeit viel Arbeit gemacht hat. Also hopp, los, 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 los. Ja, genau, so ist das hier oben. Es sind natürlich noch einige mehr, die jetzt leider nicht können, weil sie arbeiten müssen. Also zumindest hinter den Kulissen. Ja, ihr sucht noch. Wer Lust hat,
habe es ja vorhin schon angekündigt, im März gibt es den nächsten Webmontag. Kommt wieder her, besucht ihn, spread the word, wie man so schön sagt, wenn ihr irgendwelche tollen Ideen habt oder so. Paper einreichen ist auch immer gern gesehen. Also macht mit, ihr seid selber mitverantwortlich. Wir haben gesehen, es geht hier fast alles. Ihr könnt euch auf der Bühne umziehen, bitte nicht ausziehen, sonst gibt es wieder Ärger. Ihr könnt mit dem Publikum reden, vielleicht antwortet es, dann ist vielleicht auch irgendwann mal Atomkrieg hier. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß für den Abend. Und ja, wer auf dem Laufenden gehalten werden will, unser Newsletter. Und ansonsten, schönen Feierabend. Vielen Dank auch an dich, Sven, für die wieder mal einfühlsame Moderation. Keiner hält die Zeiten so gut wie du. Ich komme ja auch weg.